13 Ketten aus schierem Eternium, dem überschweren Gold der Götter, fesseln den namenlosen Gott in die große Bresche. 1000 Meilen misst jede Kette und jedes Glied ist so groß wie ein Kriegsschiff und so schwer wie ein Berg. Sie singen, gespannt von der Kraft der stärksten aller Götter, im Widerspruch von himmlischen Sphärenklang und schrillem Zorn. Aus der heiligen Originalfassung der Annalen des Götteralters, zurückgehend auf Kireborn, ca. 1400 vor Bosporans Fall, übertragen ins Karithi. Die Welt und alle Götter werden beben vor seiner Macht, wenn er sich eines Tages erhebt. Die Augen in ihren Gesichtern werden zerspringen, wenn er ihnen sein Antlitz zeigt. Aus den 13 Lobpreisungen des Namenlosen, dem heiligen Buch seiner Anhänger, angeblich in den dunklen Zeiten auf Papier gebannt, Auszug aus der ersten Lobpreisung. Erst Effert und seine Kinder vereint kerkerten ein, was niemals sein durfte. Und noch im Kampf spie er, Bahamut, der letzten Kreatur teil. Erster, ältester und größter Schrecken der Meere, aber tausende seiner Brut aus. Efforts Reich auf Dere heimzusuchen und zu verpesten, den tapferen Seefahrern und frommen Gläubigen eine Gefahr für Leib und Seel. Was aber, wenn er befreit, seine Schrecken um sich scharrt, erwacht. Aus dem Delphin-Manuskript, Heilige Schrift der Effortkirche, Datum und Autor unbekannt. Und so steht ihr im Inneren der Plagenbringer. Ihr habt euch im Heck gesammelt, in den wirren Gängen, und habt einen Ausgang sowohl nach unten als auch nach oben gefunden. Ihr zieht eure blutigen Schwerter und Säbel aus den Scherenwürmern heraus, aus den pervertierten Homeriern, und blickt auf das Massaker, was vor euch liegt. Ihr habt die Gänge zumindest zu diesem Teil gesäubert. Nun heißt es, sich trennen. Die eine Gruppe jagt Morodal, die andere Darion Paligarn. Nun, ich habe eine ganz schlechte Eingebung gehabt. Ich glaube, ich sollte doch zu Paligarn gehen. Wollen die mich schon wieder verlassen? Nun, nehmt doch Rogel an meiner Stelle. Ich werde die Truhe nun nach unten tragen und Rogel wird euch begleiten. Nicht wahr? Also schwer kann es ja nicht sein. Also, ich weiß nicht, was ist denn da oben? Dort ist Abelmir ist dort oben und an seiner Seite solltet ihr ja stehen, nicht wahr? Und ich gehe dann mit der schönen Zulamin nach unten. Na ja, gut. Abelmir, wir schaffen das schon. Ihr könnt sehen, wie eine Frau auf euch zu wankt, vielleicht 40 Jahre. Sie sieht sehr ausgezehrt aus und blickt euch, während sie an ihren Armen entlang kratzt, euch mit fieberigem Blick an. Wer seid ihr? Was tut ihr hier? Wer seid ihr? Jasmine. Mein Name ist Jasmine. Ist das diese Steuerfrau, die uns beschrieben wurde? Ihr sucht die Steuerfrau? Nein, das bin ich nicht. Ich stand mal am Steuer, aber nein. Die sind auf der anderen Seite. Und unten. Wie ist der Name eures Schiffes? Mein Schiff ist vor langer Zeit untergegangen, aber hier, die kaiserliche Bireme, die Admiralin Kronstadt an. Zulamin nickt Abelmir zu. Sie ist es. Wir haben schon von ihr gehört. Ihr kennt mich? Ich kenne euch nicht. Nun, wir sind Freunde. Sonst würden wir uns ja nicht kennen, oder? Da habt ihr wohl recht. Da müsst ihr recht haben. Ja. Nun, und Freunde helfen einander, nicht wahr? Schon. Was wollt ihr? Essen? Wir haben gutes Essen. Müsst ihr mitkommen.
Ich suche einen unauffälligen Weg. Ein Weg wohin? Unauffällig ist hier nichts. Ich kann euch führen durch die Gänge. Sie verändern sich. Ihr müsst auf die Wurzeln aufpassen. Sie greifen manchmal nach einem. Wir hatten viele Probleme. Seit letztem Jahr, seitdem sich Bahamut bei uns festgekrallt hat wie eine große Spinne, verändern sich die Gänge immer wieder und wir können sie nicht kontrollieren. Viele Maden im Essen, anderes als sonst. Nun, wir suchen einen Weg zur Herzkammer. Da geht es darunter. Die Treppe. Viele Treppen runter. Ihr müsst sie zählen. Es kann sein, dass der Gang geschlossen ist und ihr müsstet dann euch durchschneiden oder... Jemand kommt! Ich kann ihn durch das Holz spüren. Dann sollten wir jetzt gehen, nicht wahr? Wenn jemand kommt. Wollt ihr sie mitnehmen oder soll sie bei uns bleiben? Wir werden sie garantiert nicht mit uns herumschleppen. Nun, wie viele Stufen sind es denn? Wie viele sollen wir zählen? Dann könnt ihr sie mitnehmen. Vergesst sie. Gehen wir einfach. 169 Stufen. Gut, 169 das ist Stufen. 13 mal 13. Eine bedeutsame Zahl. Ja. Aber das ist jetzt von uns für weniger relevant. Wir gehen trotzdem nach unten, ihr geht nach oben und passt auf euch auf. Fex, hilf. Ich würde nochmal auf alle einen Glückssegen würfeln. Auf alle? Lamin betet mit. Ich habe einen Brevler mal. Der Segen der Zwölf sei mit euch. Ich habe theoretisch noch einen Glückspunkt. Habe ich jetzt zwei? Nee, das stackt nicht. Nein. Das Glück aus Glück ist... er hat noch einen von deinem letzten Segen. Ihr müsst bedenken, dass mittlerweile Tage vergangen sind. Also genau. Zwei Tage. Also, den wirst du vermutlich nicht mehr haben. Richtig, okay. Genau, also der aus dem... Der Vorteil Glück, der wird wieder neu ausgewürfelt, wenn du den hast, weil wir jetzt den vierten namenlosen Tag haben. Aber natürlich habe ich den. Und der Jamal, denk dran, dass du auch Glück hast. Stackt nicht auf, aber der ist sowieso schon verfallen. Ja, genau. Die meisten haben ihn ja ohnehin schon benutzt gehabt in dem Kontext dessen, dass er nicht relevant gewesen wäre. Gut, dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Liturgiekenntnis Fex, ich würfel jetzt einfach einmal und wir schauen dann. Richtig, wenn Punkte übrig sind. 12 Punkte. Göttergefällige 12. Ja, ist richtig. Wir haben namenlosen Tage. Ihr seid im Zentrum von Ungläubigen, von Paktieren. Du exkludierst Serpentilio, oder? Weil der hatte ja beim letzten Mal schon Nein gesagt. Ich hab gefragt alle, er sagt alle. Also nimm dir Erschwernis, mein Boy. Okay, dann denke ich, wird das wohl nicht klappen. Dann wird's nicht klappen, ja. Ich hab extra gefragt. Alles gut. Ja, okay. Dann, Aber möchtest du vielleicht einen Chip dafür ausgeben? Nein, Frosty bezahlt mich nicht, damit ich euch die aus der Tasche ziehe. Alles gut, es geht mir sowieso eher darum, eine Entrückung raufzubringen. Aber er hat mir gesagt, jeder von euch, der heute seinen Chip für Nippes ausgibt, den bekomme ich dafür. Das stimmt nicht. Necha von Perikum schaut Abel mir noch einmal an, schluckt. Vielleicht noch eine andere Liturgien, die wir bräuchten könnten im Kampf, Meister Abel mir? Nun, was immer ihr anbieten könnt. Gibt es eine Liturgie der Hesinne, die uns vor Zauber schützt? Argelion, der heilige Argelion ist selbstverständlich immer gut. Und wenn wir jetzt gegen Horodal ziehen wollen, dann sollte ich am besten seinen Mantel über uns wirken oder vor allem über euch. Was sagt ihr davon? Nun dann, fahrt fort. Möge Hesinne mit euch sein. Und allen. Ja, damit greift sie dich an den Schultern von links und rechts, legt ihre Stirn auf deine Stirn. Halte, Herrin, deine Hände über mich so gnadenvoll. Sieh sein Leben bis zum Ende, es soll dir gehören. Und Mutter der Magie, große Weberin, gnädige Weise, schirme ihn ab und streite. Lobpreis sei dir ewiglich. Mein Wissen und mein Wesen sein, allzeit dein allein.
Argelion, Schlangentreuer Argelion, Schutzpatron Argelion, höre mich, schütze Abelmir. Und so wirkt sie sowohl Argelions Mantel als auch kurze Zeit später Argelions Spiegel. Regeltechnisch, was tut das? Der Mantel schützt, wirft magische Angriffe zurück. Die Gewalt ist vor magischen Angriffen auf ihre Person selbst oder in dem Merkmal Eigenschaft, Einfluss, Form, Herrschaft, Schaden, so entsprechende Rituale geschützt. Die LKP plus 5 werden von den ZP des Zaubers abgezogen oder das Prozedur geschwächt wird, eventuell gerade aufgehoben wird, wenn die ZP unter 0 fallen. Der Zauber muss direkt auf den Gewalten gewirkt werden, gegen Flächen oder Massenzauber etc. wirkt die Liturgie nicht. Ja, und Argelions Spiegel, der Magiespiegel wirft jeglichen Schaden direkt gegen den Zauberwirker zurück. Es wirkt so wie ein Invercano. Mhm. Prinzipiell. Also anzumerken, dass es LKP-Stern gegen ZF4-Stern auf Weg zu rennen, wo darum ums Eck kommt, seid ihr erledigt. Ja, weil er ein Freizauberer ist. Aber vielleicht dürfte es ja trotzdem. Aber ich kann auch nichts dafür, dass ihr Sinn halt einfach nur ein drittklassiger Gott mit viertklassigen Liturgien ist und ihr sowas Cooles in der Magie nicht habt. Wie schade. Die LKP plus 5 wäre mal abgezogen sozusagen. Also ja, aber Mordor hat keine ZFP-Stern. Deswegen ist ganz egal, wie viele du ihm abziehst, der kommt nicht unter 0. Ja, aber ja, keiner hat doch nicht eine ZFP von 1000 irgendwie. Das ist doch Quatsch irgendwie. Macht keinen Sinn. Ja, willkommen in der wunderbaren Welt des WDZ. Man sollte meinen, du hättest es mittlerweile. Gut, Boltax, du sammelst, beziehungsweise nicht Boltax, Boltax ist verschwunden. Midas, du sammelst Entrückung an. Wie viel Entrückung hast du? Ich bin momentan bei 30 Entrückung. 30 Entrückung. Passiert da schon irgendwas? Ja, das ist schon die zweite Stufe. Das ist schon die zweite Stufe, alles klar. Göttliche Fingerzeig. Die Epiphanie haben wir sinnvollerweise beim letzten Mal einfach ausgelassen, weil das hätte an dieser Stelle keinen Sinn gemacht. Aber der göttliche Fingerzeig. Schenken die Götter einem treuen Diener mittels Epiphanien vielleicht ab und an einen kurzen Hinweis, so erhält der Geweihte, der diesen Grad der Entrückung erreicht, schon mehr nebulöse und mysteriöse Visionen, die die Zukunft oder das Schicksal des Geweihten künden, sind hierbei ebenso denkbar wie Träume, in denen der Gott selbst dem Geweihten eine Botschaft, eine Warnung oder ähnliches übermittelt. Okay. Hast du noch Karma übrig? Ja. Gut. Eine ganze Menge noch. Dann kannst du deinen Blick nach draußen wagen und siehst, wie auf der Treppe wohl noch viele Meter zu machen wären. Es gibt einen Weg nach oben über Wendeltreppen, möchte man nicht sagen. Vielleicht Schuppen von einer Seeschlange, die hier gefressen worden ist und dann ihren Teil dazu beigetragen hat, dass es dann hier eine Treppe nach oben gibt. Du siehst dort die gewaltige Vajat-Pyramide, die eingearbeitet ist in das Schiff, auf das Schiff und dort oben das gelosende Auge von Bahamut, was dich wohl noch nicht mustert. Aber wenn du siehst, wie sich die kränkliche, blutige Iris dann in deine Richtung bewegt, kannst du deinen Kopf schnell wieder zurückziehen in die Sicherheit des Schiffes und kannst dann wieder zu den anderen zurückkehren, die sich dann vielleicht noch einmal von sich verabschieden wollen. Ein letztes Mal, ein letztes Wiedersehen. Oder trennt ihr euch einfach? Pass auf dich auf, Rogel. Lass dich nicht zu irgendeinem Unfug verleiten und stürm nicht rein, wie du es bisher getan hast, ja? Kann ich mehr auf dich aufpassen. Nein, wir schaffen das. Ich hab ja Abel mir dabei. Deine Zuversicht ist entzückend. Bonga wirft Abel mir nochmal einen giftigen Blick zu. Ja, keine Sorge, Abelmir, du kannst dich ruhig hinter mich stellen. Auge auf Rogel. Ich hab keine Angst. Natürlich. Aber das sind keine Dämonen, oder? Ich würde es nicht ausschließen. Dann habe ich Angst. Ihr müsst keine Angst haben. Gut. Er sieht so aus, als hätte er Angst. Also, wenn du hier durch den Raum blickst, du kannst diese gewaltigen Scherenwürmer erkennen, noch größer als Morphus mit härteren Panzerhaut, die wohl auch mit ihren Scheren hatten sie nicht, aber ihre Tentakel waren unglaublich glitschig, bevor dann Zulamin und auch die anderen Mendarion dann Pfeil um Pfeil in deren Panzer geschossen haben und sie dann vergangen sind. Also, was auch immer da auf euch noch wartet,
Dämonisch ist es auf alle Fälle und angsteinflößend. Meidet den Blick aus der Pyramide. Raja schütze euch alle. Und möge auch ihr Sinn euch beistehen. Nun, dann verlieren wir keine Zeit. Hm? Und so geht die eine Gruppe nach unten und die andere aus der Tür, um dann die Wendeltreppe aus Schlangenhaut nach oben zu steigen. Wenn ihr das Ganze verlasst, könnt ihr über euch den Wind spüren. Ihr hört es aus dem Meer, der Finsternis rauschen. Die Wellen haben sich turmhoch auch aufgetürmt. Ihr könnt noch einige Schiffe erkennen, die dort unten wie Spielbälle herumgewirbelt werden. Weitere kleinere Dämonenarchen, die dort unten sich versuchen zu laben an dem wenigen, was noch übrig ist. Der Kampf brennt dort wohl noch immer und während der Wind in euren Haaren zerrt, könnt ihr die vielen weiteren Lederschwingen erkennen, die dort überall noch um euch herum sitzen, auf den entweder Wrackteilen des Schiffes, die dort oben irgendwo noch nicht verarbeitet worden sind, oder dem gewaltigen Leuchtturm, der auf der rechten Seite von euch aufgetaucht ist, wurde wohl mal gefressen und dann nach hier oben geschoben. Dort oben könnt ihr auch sicherlich diesen Horst erkennen, wo die Königin der Lederschwingen einstmals ihre Brut gelegt hat. Und viele weitere von den Piraten, von den Seeleuten, die dort oben irgendwie wie Zombies oder wie Chumbis stehen und einfach nur darauf warten, dass sie erlöst werden. Bevor wir nach oben treten, würde ich gerne noch zwei Tränke zu mir nehmen. Und zwar einmal einen Astraltrank Qualität D und einen Heiltrank Qualität E. Heiltrank Qualität E bringt alle LE zurück und der Astraltrank bringt mir 3W6 plus 6 zurück. Gut, wie viele Lebenspunkte hattest du noch? Ich hatte noch 18 Lebenspunkte. Also ich bin wieder. Gar nicht so viele. Ja, deswegen, das wäre, glaube ich, unglaublich schlecht, wenn ich da sterben würde. Ich würde mich anschließen, also auch Heiltrank und ich glaube, Serpentilio hatte noch Unverwundbarkeitselixier eingepackt, oder? Hatten wir die nicht schon genommen? Ich glaube nicht. Nein. Falls ja, müsste ich wissen, wie die Werte sind. Ich schau mal kurz. Ja, warte, ich schau mal kurz ins Ding ran. Ich glaube, wir haben keine Zeit dafür. Weil das Schiff hier dann, so schnell untergegangen ist. Stimmt, 6 Stück Qualität D habe ich hier drin stehen. Qualität D, was ist jemand auf dem Kopf? 6 Richtig, Stück, ihr wolltet genau. Speziell nicht das die, ohne Fell. Ihr wolltet speziell nicht die F-Variante haben. Weil nicht, dass wir mit Fell sterben. Zulamin sich richtig, ich zu alt war, um mit Fell zu sterben. Und zwar 2 Punkte Rüstungsschutz und 1 Wundschwelle für jeden. 2 Punkte Rüstungsschutz plus 1 Wundschwelle? Ja. Okay. Ich will nichts sagen, das hat meine Rüstung gerade verdreifacht. Ich wollte gerade sagen, du hast doch 14 Rüstung, da fiel mir ein, dass du nicht Raffin bist. Naja. Ja. Ihr trinkt eure Tränke, stürzt es runter und während die anderen die Wendeltreppe runtergehen, müsstet ihr sie nach oben steigen. Der Wind zerrt in euren Haaren, ihr blickt beunruhigt auf die Lederschwingen, die euch noch nicht gesehen haben, aber ihr habt ein merkwürdiges Gefühl im Bauch, wenn euer Fixgeweihter noch einmal den Blick über die Brüstung hinüber wagt, kannst du sehen, dass wohl das Auge gerade wieder nach unten stiert auf den Kampf und dort mit seinem purpurnen Blick das Wasser auch einhüllt, Dampfschwaden, die aufsteigen. Aktuell könntet ihr wohl laufen. Können wir, also wir stehen ja da, ist eine Brüstung erhöht vermutlich mal, oder? Diese Plattform? Genau, oder? Also Moment, ihr seid gerade Steuerung F. Hier unten seid ihr rausgetreten und dementsprechend ist das selbstverständlich eine Brüstung oder ein Balkon. Und darunter steht ihr jetzt, auch die Sichtlinie ist dann natürlich verdeckt, weil es dann über andere Stockwerke geht. Und da könntet ihr zumindest vom Auge unentdeckt noch stehen von Bahamut. Selbstverständlich die Lederschwingen oder so, die könnten euch dann sehen, wenn ihr jetzt allzu lange dort verharrt. Und wenn ihr dann hier anfangt, die Treppe hochzulaufen, dann habt ihr wieder Sichtkontakt zum Auge. Das ist halt das, wo Midas eben nach vorne getreten ist, um dann an der Brüstung vorbei zu spähen. Leise jetzt, wir müssen dort hoch, diese Rampe. Dann gib mir eine Schleichenprobe. Mit sonst nichts. Das sieht gut aus von Haldan. Viel Glück! Ja, was tut Mendarion? Schleichst du auch? Oh mein Gott, ich habe vergessen, dass ich dabei bin, sorry. Mendarion
schleicht nicht, weil Mandarin als Elf, natürlich, ich krieg meinen Charakter, wo mich aufs Auge jetzt, selbstverständlich von Natur aus lautlos ist. Aber ich würfel trotzdem, wenn du unbedingt möchtest. 19, oh, es könnte schlechter 20. sein. Wow! Das ist trotzdem gut gelungen, ja. Also, man ist ja Elf. Es ist noch besser als Abelmir. Ja, Abelmir, du trittst vor dir auf ein morsches Stück Holz. Wohl irgendwie eine ehemalige Planke oder so etwas. Es knarzt ein bisschen, es gibt nach, es rumpelt. Und dann könnt ihr zumindest ein erstes Krächzen hören. Und du siehst, wie sich der Kopf einer Lederschwinge umdreht und dann einen Laut ausstößt. Du musst, du musst sanfter zu dem Holz sein, sonst beschwert es. Psst, es beilen. Es schaut jetzt in, die schaut schon in eine Richtung und dann ja, steht ja, schon auch, oder? Ja, die jetzt entdeckt. Also durch jetzt, den Schrei, die Aufmerksamkeit ist da. Jetzt heißt es Rennen. Dann wird gerannt. Dann wird gerannt, genau. Okay, Athletik. Athletik. Ist ja gar kein Problem. Ich wünschte, ich hätte die 15.000 auf, wenn die mir auf der Kante 20. liegen, noch versteigert. Ich wollte die ganzen schönen Werte, wollt ihr alle schon mal wieder wegwürfen, ja. Ey, ich würfel auch wie ein Gürtel irgendwie schon wieder. Okay, Haldan schafft es relativ gut. Es ist ein langer Weg. Also ihr nehmt die Treppe Stufe um Stufe, die auch nicht für Menschen wohl gemacht sind, sondern für andere Dinge. Und dann gibt es einen letzten Sprung, den ihr versucht. Abelmir bleibt einmal mit seinem Bein hängen, stürzt, fällt nach unten und währenddessen könnt ihr die weiteren Lederschwingen krächzen hören. Die haben sich wohl immer noch zurückgehalten. Ihr könnt wohl auch sehen, dass andere sich jetzt mittlerweile an den Seiten runterstürzen. Andere, vielleicht andere Helden, andere Seeleute, die Bornländer oder die Kunchoma dann eben auch versuchen zu vertreiben. Aber es sind zumindest eine ganze Menge 10 Lederschwingen, die sich jetzt von oben, von den Seiten auch auf euch stürzen. Abelmir ist gerade hingefallen und dann kannst du in deinem Rücken, du hattest erst gedacht, das ist eine hilfreiche Hand, aber dann wirst du leichter und leichter und du merkst, wie sich dein Hemd anspannt vorne. Und es ist keine helfende Hand, sondern es sind die großen Krallen einer Lederschwinge, die zupacken und dich nach oben ziehen. Kann ich mit dem Säbel um mich schlagen, um diese Klaue zwischen, oder ja, eine Klaue zwischen, die mich festhält? Schauen wir mal, was die anderen machen. Mandarion, Haldan, ihr könnt natürlich noch irgendwas tun. Ich möchte natürlich die Lederschwinge angreifen, um Abelmir zu beschützen. Sehr heldenhaft, alles klar. Gut, ja. Dann darf Haldan zumindest den Treffe würfeln. Yes. Mit der Mistkabel piekst du zu, stichst ja, zumindest in den Fuß. Sie zieht den Fuß, den Arm wieder zurück, mit dem sie Abelmir eben gegriffen hat, sodass Abelmir unsanft vielleicht 20 Zentimeter wieder zurück auf den Boden fällt. Da kannst kurz in die Knie gehen und dann wieder weiter rennen, nachdem du da heldenhaft von Haldan verteidigt worden bist. Derweil kann Mandarion dann mit seinem Bogen einen weiteren Pfeil auf den Weg schießen und die Lederschwingen trudeln kreischend in einem großen Pulk um euch herum. Sie sind unglaublich groß und während ihr versucht weiterzurennen, könnt ihr sehen, wie Ephanoren die Invrik stehen bleibt und mit weiten Augen blickt sie auf die Bwaiat-Pyramide und wenn ihr dem Blick folgt, seht ihr, wie Bahamut euch anstarrt. Schaut dich hin, ich zerr sie nach unten. Zu spät. Ich hau rein. Ich probier's zumindest. Selbstbeherrschungsprobe. Für mich? Mhm, selbstverständlich. Für alle nehme ich an und nur für ihn. Ja, Haldan, du selbstverständlich auch. Ich hab Neugier, ich glaube, ich schau da einfach rein. 13 Punkte bräuchte ich, aber mir hat nur 12 gewürfelt. Ist das ein Schicksalspunkt? Ich hab minus 4 geschafft. Alter, bleibt auch stehen. Du kannst sehen, Abelmir. Ja, gibst du den Punkt auch? Den Chipi? Oder den Glückspunkt? Ich habe ja keinen Glückspunkt, oder? Doch, Glück hast du, oder? Achso, das hast du ja nicht geschafft. Zu schwach mit 20.000 AP. Ja, ich muss ja auch so ausgeben, glaube ich, sonst sind wir alle gleich im Arsch. Nur die 16 musst du ausgeben, ne? Genau. Du kannst natürlich auch alles, aber das macht keinen Sinn. Du siehst, wie Haldan, Mandarion und auch Ephanora stehen geblieben sind. Ihre Augen fangen an zu bluten. Die rote Flüssigkeit läuft ihnen bereits über die Wange. Und du kannst Haldan im Prinzip umtackeln, wenn du möchtest. Netia packt sich Mandarion und zieht ihn einfach mit dem Blick nach unten weiter in Richtung der nächsten Treppe. Aber es ist so bunt. Können wir nicht noch einen Moment hineinsehen? Was tust du?
Ich jetzt? Ja, klar, du bist tatsächlich handlungsfähiger noch. Ja, ich würde, ja, die Hindenweit hochgeweitet, die hat ja die erblickt irgendwie und die Netia hat Mendarion mitgezogen. Achso, dann würde ich den, der jetzt sehen, ich halt an Rogel irgendwie unten, den Kopf nach unten drücken und ihn nach vorne schubsen sozusagen und zerren. Gut, dann ziehst du und schubst du ihn weiter. Siehst wieder, wie Evanora immer noch stehen bleibt. Und ja, wenn du dann den Blick umlenkst in die Richtung, wo du hintorkelst und taumelst, halt dann mittig ziehen, kannst du dann noch kurz ja, flattern und kreischen hören und dann hörst du, wie Haut reißt, wie Fleisch zerfetzt wird und sie schreit nicht einmal. Sie wird einfach zerrissen. Du bist froh, dass du nicht hinguckst. Das Flattern der Lederschwingen geht selbstverständlich um deinen Kopf weiter und du hörst immer wieder taumelnde, abstürzende Angriffe der Lederschwingen. Kannst mit deinem Säbel einfach nur über deinen Kopf hauen, guckst gar nicht richtig hin. Immer mal wieder triffst du irgendwelche von den merkwürdigen Krallen, die wohl nach dir zu greifen scheinen. Und dann stehst du an der Treppe. Du siehst, wie dort Galg'Sulim auf dich warten. Tentakelbewehrte Monstren aus der Tiefe. Sie sind unglaublich groß und du verzweifelst. Wie geht's weiter? Ich würde ein Frigosphäre werfen auf die Mitte, dass sozusagen alle betroffen sind. Und hoffe, dass sie kälteempfindlich sind oder dass sie nicht mehr weiter rühren können, dass wir weiter sterben können. Dann verkürzt doch am besten deinen Frigosphäre. Ich würde den verkürzen und ich würde auch probieren, Kosten einzusparen. Und zwar. Frigosphäre, ich würde die werfen kurz Zauberdauer und Kosten einsparen. Von 7 auf 10 auf 2 Aktionen, das wäre dann plus 10, halbiert plus 5. Kosten wären dann plus 3 für 10%. Ich würde 30% Kosten einsparen, das wäre dann auch eine plus. Wahrscheinlich plus 9 plus die plus 10 für die verkürzte Sauerdauer wäre nach plus 19 halbiert, wäre nach plus 10 die Friedenswährung. Okay. Na komm her. Jetzt sind nur 6 Punkte übrig, wie gesagt. Ja, plus 10 jetzt. Mhm. Ah, schön, dass du das nicht eingetragen. Ja. Dann lenkst du deinen Ball, formst ihn, pumpst die Astralkräfte durch deine Hand hindurch. Du merkst, wie die Kälte deine Hand aufreißt und schmeißt den Ball ihnen entgegen, während du mit deiner anderen Hand weiter die Füße der Lederschwingen abwendest. Mittlerweile kannst du auch sehen, dass sie blutig sind, entweder durch deinen Säbel oder aber durch das Blut von Evanora selbst, die auch nicht mal an ihrem Platz steht, sondern einfach nur verschwunden ist. Es sind 4 weitere Lederschwingen, die um deinen Kopf herum taumeln. Du spürst, dass auch Netia neben dir kurz einmal angehoben wird. Mendarion ist aber wohl auch wieder ja, von diesem merkwürdigen Gefühl des Bahamut wieder freigegeben, sodass auch Mendarion wieder verteidigen kann. Und auch Haldan kommt mittlerweile wieder zu sich. Als ihr dann vor euch in einem blau gleißenden Licht den Eisball zerschieben sehen könnt, und die Galg'Sulim teilweise über die Brüstung geschleudert werden, teilweise mit Eissplittern weiter dort stehen bleiben und sich einmal kurz schütteln. Weiter, schnell! Eine weitere Athletikprobe. Mendarion gelungen, Haldan misslungen, 3 Punkte fehlen dir und dann kannst auch du sehen, Abelmir, wie Haldan dieses Mal in Staucheln kommt. Er hat immer noch Blut auf seiner Wange und ja, fällt da wohl auf der nächsten Treppe hin. Kann ich kurz Inhalt und ihn hochziehen, mitziehen, zerren? Wenn du möchtest. Das macht doch klar. Dann gib mir mal einen Angriff auf die Lederschwinge plus 8. Ja, Sekunde. Im Moment für die Doppel 20. Das ist mir nicht gelungen. Das ist nicht gelungen. Du schaust ein bisschen traurig zu deiner Endurium-Schiene, die nicht ausgelöst ist, die dir selbstverständlich jetzt auch viel helfen könnte. Und ja, du siehst, wie sich Haldan nach oben hebt, nach oben hebt, nach oben hebt. Haldan, du darfst mit deiner Mistgabel auch noch einmal würfeln, selber plus 8.
Ja, natürlich, warte. Zwei ist immer drin. Über deinen Kopf zu pieken und ja, wirst nach oben getragen und spürst dann wieder, wie sich das Auge von Bahamut auf dich richtet und du wieder in diesem Delirium verschwindest. Zeit für ein Crit. Mendarion, möchtest du mir mal mit dem Bogen etwas erschießen? Ich wollte nicht. Wie viele sind hier? Also Lederschwing, Haldern wird gerade von ja, einem... Ja, speziell die Lederschwing, die jetzt gerade an Haldern... Also ich war eine klemmt an Haldern, also da sind noch welche hinten dran, oder? Da sind noch welche hinten dran, oder ist das jetzt echt nur die eine? Ja, ja, das sind drei Stück, die noch um euch herumflattern auch, ja, ja. Aber pass auf, dann schieße ich zwei Stück gleichzeitig. Sehr gut. Denn ich habe einen Waffenmeister. Du kannst erkennen... Erlös Haldern einfach. Direkt. Haldern soll wohl jetzt zerrissen werden. Eine zieht an den Beinen, die anderen an den Armen. Und du hast es auch so ein ganz, zumindest reißt die Tracht von Haldan, reißt zumindest schon mal, du siehst, wie Nähte nachgeben. Und dann fischt einen Pfeil aus dem Köcher, legt ihn auf, kreuzt dann einmal quer die Augen und wirft ihn zur Seite und sieht einen anderen aus dem Köcher, weil der hat sich falsch angefühlt. Pfeil des Also sorry, zwei andere meine ich, weil der erste hat sich falsch angefühlt. Legt dann an und lässt los. Ich kenne nicht viele Hexenwerk hinter. Würfeln einfach mal, das ist prinzipiell eine plus 6. Sind die Dinge schwerer zu treffen als ein plus 9? Plus 9 nicht, nein. Dann sind sie getroffen. Plus 8 hatte ich dir gesagt. Wir haben nicht das Artefakt ausgelöst, das ist ganz normaler Schaden. Ich glaube, ich würfel einmal und er wird auf beide pleite. Oh. Ist das ein Pfeil des Elements? Nein, ist das nicht. Es ist kein Pfeil des Elements, nein. Gut. Lohnt es sich jetzt zu shippen? Und später um 2 gesenkt, wie immer, aber. Es lohnt sich nicht, hier zu shippen. Bist du sicher? Gucken. Ja, es ist nur Bauer Rogel. Ich shipp hier jetzt nicht. Würde ich auch nicht. Meta-Währungen dürfen Meta-Entscheidungen, also dürfen auf Meta-Entscheidungen aufgegeben werden. Also gibt's nichts. Okay, ja, dann kannst du zumindest zwei Pfeile links und rechts in die Lederschwing versenken, die dann auch ihren Angriff abbrechen. Haldan wird wohl auch wieder 2-3 Meter nach unten, nicht richtig stürzen, aber trudeln, immer noch festgehalten von der einen Lederschwinge. Die andere greift dann erstmal nicht weiter an und ja, während du dann versuchst, auch einen zweiten, dritten, vierten Pfeil abzuschießen, siehst du dann auch, wie du wohl weiterrennen musst, sonst kommen die anderen ja, zwei weiteren Lederschwingen, die da noch nicht angegriffen hatten. Abelmir, beeil dich! Ja, Sekunde. Ich würde derweil einen Blick ziehen auf die verbliebene Lederspinne, die Herr Haldan hält. Nur auf die? Ja, die einzige, die Haldan noch festhält, oder? Okay, glaube ich, ja, verstanden. Alle das ist die richtige Antwort. Du hast trotzdem immer noch 4 Lederschwingen, die jetzt weiter angreifen, ne? Ja gut, aber ich hoffe, wir rennen dann weiter irgendwie, kommen irgendwie durch. Gut, dann würfel mir den Blitz, ich finde. Dreier, wenn es zusätzlich ist, ist ja auch nicht machbar. Ja, es ist eine ASP-Frau, deswegen. Okay. 3 ASP zusätzlich sind ja auch nicht machbar. Ja, pro Legerschwinge schon. 12 ASP, macht schon Unterschied. Ja, okay, also einmal Spaß, das ist schon wieder bei. Magieresistenz ist 10, du hast die 18 geschafft, können wir dann Modifikation anrechnen und ja, dann siehst du, wie Haldan dir wieder entgegenstürzt und ja, dann wohl auch auf Mendarion landen könnte. Körperbeherrschungsprobe von Mendarion und von Haldan. Darf ich ausweichen? Kannst du auch ausweichen? Ich glaube, ich kann doch gar keine Körperbeherrschung machen, weil mich das Auge anguckt. Ich bin doch geistig abwesend, oder nicht? Ja, ich würde dir sie erschweren um 5 Punkte. Ja, das kriegen wir ja eh. Wenn du gerade wieder zurück in die Realität stürzt. Das sollte ausgewichen sein. Dann stürzt Haldan neben dir. Es sind nur 3 Meter, 3W6 minus 3 Schadenspunkte. Klatscht du auf den Boden. Die harte Seeschlangenschuppe holt dich wieder zurück in die Realität. Du merkst dann, wie Abelmir dir am Kragen zieht. Und ja, ihr stürzt dann weiter die Treppe nach oben und steht vor den Gagsun eben. Ah, hier sind ja noch mehr. Ist dein Arm damit gebrochen oder ist das keine Ja. ist der 11 Schaden. Kann der Junge doch nicht wegschicken. Keine Sorge, auf dem Rücken hast du noch den gar nicht. Du hast jetzt der Splitter. Die Splitterbox ist jetzt bei Midas oder bei wem? Genau. Ja, die ist bei Midas. Okay. Die habe ich. Gut, ich habe noch 4 Fackeln dabei. Dann kannst du jetzt ja sterben. Deine Aufgabe, also er hat sich den Arm verstaucht. Träger ist erfüllt.
Ja, ihr steht vor den Galxulim, dämonische Kreaturen, die jetzt mit ihren Tentakeln nach euch greifen. Mendarion tut, was Elfen immer tun, wenn sie sich erschrecken, und akzeleriert sich. Aldan greift zur letzten Möglichkeit, die er noch hat. Ich kann ja meine Mistgabel nicht mehr führen, weil ich mir den Arm gebrochen habe. Dementsprechend möchte ich eine Fackel aus meinem Rucksack ziehen, diese entzünden und damit den Galsul hauen. Ich würde dabei meinem Arm stehen, links auslösen. Bald nicht lang. Nicht lang fackeln. Es ist okay, so weit gekommen, dass ich aus dem Kopf nicht mehr weiß, was ein Axelamatos macht. Die Basisinitiative wird verdoppelt. Ach, um Himmels Willen, ich hatte das alles mal aufgeschrieben. Wie ist denn meine Basis-Ini? Deine Ini wird verdoppelt. Also da kommen Sonderfertigkeiten tatsächlich mit rein. Was? Okay, fein, ich nehme das. Deine Basis-Ini wird verdoppelt, du hast deine Autofinte plus 2, TP steigen um 2, Parade-Basis steigt um 2, Ausweichen ist um 4 erleichtert und dann noch was mit der Geschwindigkeit. Der Gegner schlüger Schwert um deine Parade liegt um 2. Tun wir einfach so, als hätte ich über 30 Ini und Sparmaus ausrechnen, ja? Danke, cool. Dann können wir einfach mal unseren Kampf-Initiative-Tracker mitnehmen. Ihr könnt alle euch einmal bitte auf dem Initiative-Board anordnen und auch die anderen können jetzt schon einmal Initiative auswürfeln. Also ich habe 36 plus ein W6. Ich habe 13. Ist das richtig? Das Board liegt dort und während ihr gegen zumindest 2 Galxulim und 4 Lederschwingen über euch kämpft, können die anderen die knarzenden, ja, schleimigen und triefenden Stufen nach unten steigen. Die Steine sind bröckelig, geben immer mal wieder nach, sodass auch Steinstaub nach oben pufft wie kaputte Pilze. Und ihr könnt steigen und steigen und steigen. Gebt mir mal eine Rechnenprobe. Alles klar. Immerhin habt ihr Midas dabei. Mache ich das wohl? Ich glaube, das habe ich gar nicht. Nach 4 weißt du nicht, wie es weitergeht. Im Zahlraum 1 bis 4 bist du recht sicher und. Der Mensch hat ja auch nur 4 Finger, muss man wissen. Ach, Midas regelt das, oder? Midas regelt das nicht, okay. Mit deiner Entrückung nicht? Doch, also die Entrückung kommt hier sogar zugute, denn das ist ein effektsgefälliges Talent. Wollte ich gerade sagen. Wie viel Punkte hast du da drauf? Hatte ich schon eingerechnet. Minus 3, die Erleichterung minus 3, habe ich schon eingetragen. Also technisch gesehen ist das keine Erleichterung, sondern echte Punkte, die du übrig behalten kannst. Aber wir sehen, es ist trotzdem nur die 2 gewesen. Dann, ihr habt wohl viel zu viele Zwischengeschosse. Die Treppen sind auch nicht immer gleich, sondern einige sind troll groß, wo ihr dann runterklettern müsstet. Andere sind dann wieder sehr, sehr klein, wie für Mäuse gemacht. Sodass ihr dann tatsächlich aufpassen müsst, dass ihr auch nicht runterrutscht. Zusätzlich zu der Glitschigkeit und auch das Zählen ist ziemlich schwierig. Aber Zulamin kann dann an einer Stelle stehen bleiben, wo du der Meinung bist, hier ist zwar kein Eingang, aber das waren jetzt die 13x13 Stufen. Habt ihr doch das Gefühl, dass wir uns um diese spezielle Windung bereits mehr als einmal bewegt haben? Nein. Sie sehen sich alle nur sehr ähnlich. Ich denke nicht. Ich glaube tatsächlich, dass hier genau das am Werk ist. Wie lange müssen wir noch? Ich würde mich beschweren, dass ihr mich beim Zählen durcheinander gebracht habt, aber ich denke, das ist das. Tatsächlich. Ich dachte, uns fehlen noch 40. Ich war bei... Nun, ist ja auch nicht so wichtig. Hier sollten wir dann einschneiden. Nun, lasst euch nicht aufhalten. Runga, zögert nicht, er zieht das Schwert, setzt es an und schneidet, fängt an, damit wieder ein mannsgroßes Loch zu schneiden. Wir haben ja kein Raphim dabei, dass das übermannsgroß sein müsste. Ich bin wirklich froh, dass wir dieses Eisschwert haben. Es macht die Dinge so viel einfacher. Ja, du merkst, wie es Widerstand gibt. Nicht wie von Stein, sondern von etwas Lebendem, würdest du meinen. Wenn du normalerweise dein Schwert auf Stein schlägst, würde da wenig passieren. Es fühlt sich aber schon organisch an, organischer Stein. Vielmehr fühlt es sich aber auch zusätzlich an, wenn du schneidest, als würde der Stein nachlaufen, wie
Magma oder Lava. Du bist ja nicht ganz sicher, wie man ja, diesen Vulkanteil nennt, wenn sich dieses flüssige Metall darüber ergießt und dann rotleuchtend aus dem Berg herausfließt. Aber genauso fühlt es sich an, wenn es dann kalt an dir vorbeiläuft, die Treppe weiter nach unten und dann in der Finsternis und der absoluten Schwärze Tropfen verschwindet. Über dir kannst du dann auch aus dem Stein Löcher erkennen sehen, wo sich dann schwierige weiße Maden herausformen und die dann auch versuchen, in Richtung deines Schwertes zu strömen. Man kann dann aber auch sehen, wie sich die anderen dann darum kümmern, während du schneidest, wie Midas mit dem Dolch zusticht, wie Zulamin mit dem Säbel nach den weißen, fleischigen, augenlosen Maden pickt und sie dann von dir und deinem Schwert weghält. Und dann kannst du ein Podest erkennen. Du schneidest dich hindurch, drängst dich und deinen Körper nach, kannst sehen, wie die anderen auch nach und nach kommen und stehst dann auf einer großen, weiten Ebene. Viele weitere Risse und Löcher. Du hörst aber einen Singsang, der aus einiger Entfernung zu kommen scheint. Siehst eine große, gewaltige Säulenhalle, die sich dort vor dir auftut und Wachen. Weitere Homeria. Ihr seid da. Das scheint es zu sein. Gut. Werden wir uns einfach dann Weg durchkämpfen? Hast du vielleicht noch irgendeinen Dämon in deiner Tasche? Den einen oder den anderen? Was genau braucht ihr? Scheiße, ich hätte nicht fragen sollen. Mach einfach was Hilfreiches. Du wirst wohl am besten wissen, was was du tun kannst. Gibt es hier irgendeine andere besonders aus? Der größer als die anderen oder so? Vielleicht sollten wir einen weniger konfrontativen Ansatz wählen. Zulamin wollte doch mit ihm sprechen. Ja, aber dazu müssen wir erst zu ihm vorstoßen. Ich nehme an, das Ritual wird dort sein, wo die Gesänge herkommen. Das heißt, zunächst müssen wir so schnell es geht und so unverletzt, wie es geht, an diesen Homerian vorbei. Also wenn ihr näher kommt, könnt ihr tatsächlich erkennen, diese Triumphhalle besteht wohl aus 8 schwarzen Baumstämmen mit roten Maserungen, die wohl teilweise auch schon bei der leichtesten Berührung aufplatzen, blutet das, was hervorquillt oder bricht. Da seht ihr, ja, es ist eine Triumphhalle. In den Wänden gibt es Zeichnungen von Darions Siegen, Namensschilder, Flaggen gefressener Schiffe, besondere Beutestücke, die hier an den Wänden angenagelt sind und mit dem Holz verwachsen sind, Knochen von toten Kapitänen, Schädel, Waffen, andere Insignien von Feinden und wohl auch eine ganze Menge von alanfanischen ja, Birem, Trirem, die dann hier aus dem Holz brechen und wuchern. Sieht von diesen... Nimmt das mit Interesse zur Kenntnis, denn offenbar sind Darion Paliga an diese Dinge noch nicht egal geworden. Sind unter diesen Beutestücken irgendwelche Sachen, die vielleicht für uns relevant sind, irgendwelche Waffen, die besonders sind, die besonders hervorstechen oder ähnliches? Gib mir mal einen Wurf auf. Tja, jetzt müsste ich überlegen. Feilschen? Oder Geschichtswissen. Okay, ich glaube, Geschichtswissen macht... Warum nicht schätzen? Schätzen wäre auch eine Möglichkeit, ja. Warum nicht? Um mal die guten Werkstalente auszupacken. Ja. Alles klar. Komm, dann machen wir doch Schätzen. Steuerung F. Leider nicht so gut gelungen. Bin halt nur ein 10.000 AP-Charakter. Und Darion auch, und der hat sich heute nur mit Ruhm bekleckert. Ja. Ist mit 5 über geschafft, also jetzt nicht großartig. Mit 5 über geschafft. Also während du dich umblickst, kannst du sehen, wie diese gewaltige Formation aus den Homerian einer Zweierreihe dann durch diese blutigen Pfosten sich hindurchbahnt auf euch zu. Sie haben euch fokussiert, sie haben euch erkannt und sie wollen kämpfen. Jedem wollt ihr hierfür vielleicht besser die Augen zumachen, ja? Danke sehr. Ich löse den letzten Pandemonium aus. Pandemonium? Wie groß? Ich muss nur vorumschauen. Ich weiß nicht, ob es 50 Schritt sind, ob ich geizig war und nur 20 reingesprochen habe.
beim letzten Neuaufladen. 50 oder 20? Oh. Es geht in diesem Fall um Rechtsschritt natürlich. So, das ist eine kleinere. Ich finde meinen Charakterbogen nicht. Sekunde. Also dem im Forum. Mhm, alles gut. Weil er auf der. Hier. Weil Edit sie nicht nach oben pushen. Es sind nur 20 Rechtsschritt. Wie viel Schaden macht er? Wir haben 22 Zettel für Stern. Das heißt, wir bilden aus. 8 mal 2. Also kannst du tatsächlich. Ich möchte gerne natürlich die, da ich ihn frei formen kann, die ganze. Pandemonium, sorry. Die ganze Breite abdecken, aber dafür mit einer dünneren Wand. Ja, also die Säulenhalle ist 8 Schritte lang. Und dann könntest du dir einen 8x2er Radius. 8x2, das heißt, beim Durchschreiten müssen sie passieren. 22 Krallenhände, 11 Tentakel und ein Maul, das Ganze mal 2. Also 44 Krallenhände, 22 Tentakel und 2 Mauler. Du willst die machen aber halt keinen Schaden. Nehmen wir an, dass wir daraus, dass jetzt jeder von diesen Dingern einen Passierschlag bekommt. Und du willst sie dann unter die setzen? Zwischen uns und die, wenn die hier ranschreiten. Okay, dann bleiben sie aber stehen, die laufen. Richtig, okay, dann können wir jetzt anfangen, sie mit Fernwaffen zu behaken. Jemand hat einen Bogen, ne? Ich hab eine Armbrust. So, 8x2,5 oder sowas. Dann ist das eure Wand relativ weit vorn gesetzt. Da laufen sie dann nicht rein. Also, wenn du sie halt unter die setzt, dann können sie wenig tun, weil sie auch festgehalten werden, aber. Ich glaube, es ist besser, die Hälfte also, vor sie und die Hälfte hinter sie zu setzen, oder? Die haben noch LP. Ja, die können sich doch durchschlagen. Also die durchschlagen. Machen sie nicht. Das sind ja, Ronga. Ihr könnt jetzt natürlich auf die Homeria versuchen zu schießen. Hm. Ja. Ja. Ronga nimmt sich auch einen seiner Wurfschirre. Einen der drei, die er bei sich führt. Legt an. Oder Ronga, zum Wurf wenn aus. Ihr einen Moment hinhalten wolltet? Wir haben ja keine Eile. Lasst mich das kurz sehen, haben wenn wir ihr nicht. Das möchtet. Nun, ihr seht, sie haben ihn gehalten. Der Zauber wird noch den Rest der nächsten 2,5 Stunden wirken. Du siehst, wie einer der Homeria seine Schere hebt in deine Richtung und du siehst, wie 2, 3 weitere Homeria ihre Hände, ihre Scheren heben in deine Richtung und dann brechen aus 3 Scheren Aquafaxi aus. Aber das ist nicht gut. Sie machen jeweils 5W6 dreimal. Für mich auch. 18 mal 3. Ausweichen. Ja, ja, ausweichen. Ausweichen plus 8. Ich habe ausweichen 7. So. Es hätte die 1 sein können. 18. Das. Ja. Ist eine Wunde. Ich würfel mir einen Treffer zum. Also ist das eine gesamte Wunde? Ist das eine Ist ein enger Strahl. 18, es ist kein enger Strahl. Ja, entsprechend ist es bei einer Wundschwelle von. Haha! Unverwundbarkeitselixier. Ja, es ist nur eine Wunde. Okay, dann. Und da sind noch 2 Punkte Rüstung runter. Oh, dann geht er sogar fast. Dann habe ich noch 9 LP. Dreimal? Ich bräuchte allerdings eine Trefferzone von mir. Trotzdem, sind trotzdem 3 Wunden. Dann kriegst du 3. Moment. Ich gebe dir. Gehen die alle auf Serpentilio? Also eine Wunde. Du kommst auf 3. Weil 3 ihre Hände heben. Es sind 3 Ah, ich bekomme 3 mal 18. Dann bin ich sowieso tot. Brauch gar nicht überrechnen. Ich hab 25 LP. Okay. Diese 2 Rüstung von ab? Kann ich noch irgendwas machen? Du kannst dir jetzt überlegen, was du tust, während Serpentilio mit Unwasser in seiner Brust tot zusammenbricht und du siehst, wie der Pandemonium auch jetzt. Wird er aufgelöst? Ja, wahrscheinlich. Nein, denn der Stab hält ihn ja aufrecht. Aber der Stab ist gebunden an dich. Ja, aber nur, wenn er tot ist. Wenn er wirklich ich tot bin ist. Nicht, ich bin nicht unter Consti LAP, also unter negativ genau. Consti LAP, also sicherlich für technisch gesehen. Ist er nicht tot? Warte. Wie viel LAP okay. hast du? 3x16. Warte, 3x16. Vergiss die 2er Rüstungsschuss nicht. Ja, deswegen 16 und nicht 18. 48. So, minus 25, okay. Die ich habe, sind. Oh, ich bin so tot. Du bist tot. Ja, vor gerade sagen, so viel Consti hast du. Ups. Es hat sich noch weniger angefühlt. Dann ist also, okay, die kommen aus dem Stab, es muss nicht aufrechterhalten werden, aber wenn du tot bist, ist auch die Bindung, glaube ich, raus. Ne? Dann ja, wenn ich wirklich tot bin, ist auch wirklich die Bindung weg. Die Bindung ist er dann wirklich tot? Kann er nicht sein Schiff noch verbrennen? Ich habe meinen Schiff schon verbrannt. Ja, hat er. Die Bindung auf den Stab löst sich nicht Augenblick auf, sondern über ein Jahr, glaube ich, meines Wissens nach. Haha, danke, Orwell mir! Warte, aber der aufrechterhaltende Zauber.
Das weiß ich nicht. Egal, der wäre wirkbar. Ja, dann streite ich, weil der Stab. Ja, aber der kommt mir jetzt auch nicht durch. Kann Zulamin auf. Oh, das ist richtig. Ihr könnt jetzt zwei. Warte, du hast ein magisches Schwert, du kannst den Stab zerschlagen. Keine Sorge, da sind keine Fiesigkeiten mehr drin, nur in Sandra. Wer weiß das denn von uns? Serpentilio bricht mit Unwasser aus seiner Brust drei Löcher, die auf der Rückseite wieder... Ich bestehe auf letzten Worten. Du bricht gerade zusammen, ihr habt noch alle Zeit. Die Hände und Klauen-Tentakel bleiben weiter dort. Er hält sich, klammert sich noch an seinen Stab, blickt sich um, Hilfe suchen zu Zulamin. Zulamin packt dich und würde dich in Deckung schleifen, weil wir sind ja irgendwo hergekommen. Also es muss ja möglich sein, irgendwo zu stehen, wo sie uns nicht mit Aquafaxii bewerfen können. Ja, ihr könnt dann, Faramut wird dann gemeinsam mit eben euch nach hinten gehen, Ronga natürlich auch, Midas, ihr könnt dann euch wieder zurück in die... Und Zulamin würde versuchen, ihm seinen Heiltrank einzuflößen, weil Zulamin hat keine Ahnung von Heilkunde, Wunden oder sonst irgendwas. Kapitania. Sie hält, ne? Ich gebe zu, damit habe ich nicht gerechnet. Das hatte keiner. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Macht euch keine Sorge, ne? Man sieht sich immer zweimal. Sie starrt dich an, scheint nicht so ganz zu verstehen. Zulamin, er ist tot. Reiß dich zusammen. Wir wussten, dass Leute von uns sterben können. Und wie tragisch es auch immer ist, wir müssen da durch. Vielleicht sollten wir uns auf die erste und älteste aller Piratentraditionen besinnen, Pale. Mit diesen Kreaturen? Wohl kaum. Es wäre eine Möglichkeit. Gibt es einen anderen Weg in die Halle? Wir wissen jetzt die Richtung. Nun, ich könnte mich alleine sicherlich an Ihnen vorbeischleichen, aber ihr erregt zu viel Aufmerksamkeit. Ich kann... Ja, aber was ist mit diesen Dämonen, oder... Das Ungetüm, was Pentilio heraufbeschworen hat, ist es immer noch da. Jetzt, da er nicht mehr da ist, wie kommen wir da durch? Ich denke, euch steht hier eine Magiekundeprobe zu, oder? Ja, würde ich an der Stelle jetzt auch erlauben. Die Magiekundeprobe. Ja, ich sehe da nicht viel Erfolg. Ich habe kein Magiekunde. Zulamin ist verwandert, du bist ein Fasar aufgewachsen, vor allem bei den Magiern. Ich habe auch kein Magiekunde. Also der Stab eines Magiers ist gebunden an ihn, mit dem Tod verfliegt das. Und ein Magierstab ist unzerstörbar, zumindest durch profane Gewalt. Ihr habt natürlich ein magisches Schwert. Korrekt. Zulamin wirft einen Blick durch den offenen Durchgang. Ich hatte erwartet, dass der Zauber an sich zusammenbrechen würde in dem Moment, wo seine Seele seinen Körper verlässt. Aber ich glaube, der Zauber speist sich aus dem Stab. Und sie nimmt sich Serpentilius Stab. Ich glaube, wenn wir ihn zerstören mit dem Eisschwert, dann wird der Zauber in sich zusammenbrechen. Aber was dann? Ich, als erstes dachte ich, wir könnten sie in der Bresche, die wir geschlagen haben, nur bekämpfen, aber sind zauberfähig oder was auch immer, oder spucken Wasser. Ich bin kein Kämpfer. Ich bin aus anderen Gründen hier. Und mit der Truhe bin ich auch nicht besonders mobil, das müsst ihr berücksichtigen. Ihr könntet natürlich einen Dämon freilassen und aufs Beste hoffen. Nein, ganz sicher nicht. Dann können wir auch nicht an ihnen vorbeirennen. Ihr könnt erkennen, wie sich hinter der merkwürdigen Triumphhalle den gewaltig gepanzerten Krakoniern bzw. den Homeriern eine Gestalt in filigraner Kleidung auf euch zubewegt und sie bilden ein Spalier. Es sind zwar immer noch diese Schattententakel, die mit ihren Händen ins Nichts greifen,
und versuchen, etwas in die Niederhöhlen zu ziehen. Aber ihr könnt erkennen, wie Darion Paligan auf euch zukommt. Ein fließendes Gewand, ein nachtblauer Königsmantel. Ihr könnt noch an ihnen vorbeirennen und ich kann schleichen. Alleine werden sie mich nicht finden. Tut, was ihr tun müsst. Ich glaube, er ist gekommen, um zu reden. Und Zulamin richtet sich auf, strafft sich. Vielleicht kann ich euch zu einer Chance verhelfen. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann würde ich meine nächste Liturgie wirken. Verborgen wie der Neumond. Zulamin tritt nach vorne. Wie lange dauert die? Die ist ein Schlussgebet. Okay, dann ist er gut. Ja. Und in meinem Kopf kam jetzt gerade noch die Geschichte, wo die Inbehaltung die drei Spielrunden braucht. Nee. Das habe ich tatsächlich. Also keine von meinen Liturgien sind lange Liturgien. Also dann gucken wir mal. Verborgen wie der Neumond. Und was die tut, das wäre natürlich auch wichtig. Lese ich dann gleich vor, sollte sie gelungen sein. Das sieht sehr gut aus. Ja. Ich lese einmal vor. Verborgen wie der Neumond. Der Geweihte spricht ein kurzes, stummes Gebet zu Fex, mache ich dann gleich. Und verhüllt sich wie das Mardamal. Eine Zargeweihte würde in etwa in Regenbogenlicht, zum Beispiel in dem Licht ihres Prismas, baden. Dabei betet sie. Auswirkung. Während der Wirkungsdauer passt sich der Geweihte perfekt an seine Umgebung an, sodass er für normale Verfolger nicht bemerkbar ist. Dies kann auch so aussehen, dass er unter vielen unscheinbaren Personen nicht auffällt oder aber bei menschenleeren Orten perfekt mit seiner Umgebung verschmilzt. Sinnesschärfeproben von Wachen oder auf aufmerksamen Beobachtern sind um LKP Stern plus 5 Punkte erschwert. Also wenn ich mich anschleiche, ist das um die LKP Stern, also um 15 plus 5, also um 20 Punkte nochmal extra erschwert. Wie viel kostet die Liturgie? 15. 15, das heißt, das bringt dich jetzt auf 45. Dann kannst du bitte deine Liturgie einmal sprechen. Genau. Herr Fex, hülle mich in das Licht der Tochter Mada. Gib mir die Möglichkeit, dein Werk zu vollbringen, ungesehen und unbemerkt. Ja, das ist mein Stoßgebet an den Herrn Fex und dann würde ich mich anschleichen. Wie viele Karma-Punkte sind das? 15. Ich bin jetzt auf 45, also den nächsten Stufe der Entrückung. Dem Sprung des Glaubens. Das, was ich wissen wollte, genau. Genau, der Geweihte ist überzeugt davon, dass sein Gott ihm zur Seite stehen wird, ganz egal, was geschieht. Und er hat recht. Unter Aufwendung sämtlicher verbliebenen Kamalenergie ist es dem Geweihten möglich, eine wahrhaft übermenschliche Anstrengung zu vollbringen. So könnte ein Rondra-Geweihte trotz seiner geringen Kamalenergie zum Beispiel den Schlachtengesang anstimmen, um sich einem übermächtigen Feind entgegenzuwerfen, oder ein Zargeweihte einen Verwundeten mit normalen Nütteln nicht mehr zu retten wäre, ins Leben zurückreißen. Auch die Rettung eines Kindes, das unter einem riesigen Steinbrock vergraben liegt oder ähnliches, entsprechend dem Sprung des Glaubens. Wie viele Karma-Punkte hast du noch? Ich habe jetzt noch 5 Karma-Punkte. Okay. Quatsch. 10. 10. Aber es reicht trotzdem nicht für die Liturgie, die ich wirken möchte. Deshalb brauchte ich auch den Sprung des Glaubens. Okay, jetzt kannst du also unabhängig von deinen Karma-Punkten weitere Liturgien wirken. Eine noch. Ja, und dann kommt die nächste Stufe, die ist auch noch ganz interessant. Ich bin gespannt. Wir wissen ja schon, was passiert, wenn man zu viel Karma benutzt. Yalam kann dir das erzählen. Ja, gleich. Darion nimmt Form vollendet vor dieser gewaltigen Wand aus Händen und Klauen Haltung an. In seiner Hand trägt er, wie zum Duellieren, Yamish Akvam. Du spürst, wie das Schwert eine eigene Präsenz ausstrahlt, wie es mit seinen Mäulern, die sich wohl ausbilden, nach dir zu beißen scheint. Aber es ist einfach nur ein Schwert. Fließend, elegant. Und fordert deine eigene Reiherwaffe heraus. So begegnen wir uns zum letzten Tanz. Ihr werdet die Wiedergeburt des Meeres, der Finsternis nicht aufhalten. Die Macht wird in alle Meere sich ergießen und die Länder verschlingen. Ich werde eure Körper am Leben halten, damit sie bei Armut nähren. Ihr dürft Zeuge der Rückkehr sein.
So treffen wir uns am Ende doch, Darion Paligan. Nun, was eure Pläne sind, habt ihr mir gerade offenbart. Doch erlaubt mir eine letzte Frage. Ich... Ulamin al-Shabra. Auch euer Name ist mir bekannt. Sie wirkt ein bisschen spöttisch. Tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Heptarchenschlechter. Heptarchenschlechter, so nennt ihr euch. Xeran. Galotte. Rassasor, all die anderen. An mir werdet ihr brechen und verzweifeln. Das mag sein. Doch ich möchte verstehen. Wir haben das eine oder andere über euer Leben gehört. Und ich gestehe, eure Geschichte hat mein Herz berührt. Kommt mir nicht mit Mitleid. Ich glaube zu verstehen, warum ihr euch der Sultana der Seeschlangen zugewandt habt, nach all dem, was euch angetan wurde. Aber ist es wahr? Habt ihr danach tatsächlich den Rücken gekehrt? Du merkst wohl, wie er sich fast qualvoll windet. Ich war einst schwach. Sie hat es ausgenutzt und mir meine Seele geraubt. Mörder und Bahamut geben sie mir wieder. Sie hat einen Preis verlangt, aber sie hat euch auch erhoben. Warum sollten Murudal und Bahamut anders sein? Ich bin sicher, ihr wisst, wem sie dienen. Bahamut, dem, was keinen Namen hat. Und Murudal, der Herrin der Feuer von Shasnabar. Wie decken sich ihre Ziele mit den euren? Die verfluchte Herzogin hat mich bereits betrogen. Sie gab mir Macht, aber sie nahm mir alles. Ich diente ihr lange Jahre, aber sie hat mich verraten. Mörder will mich vielleicht ein weiteres Mal verraten, aber bisher hat er dies nicht getan. Warum soll ich der Herzogin dienen? Oder Erfurt? Verhandelt ihr gerade für Charybdoroth in ihrem Namen? Ich dachte, ihr seid ein Heptarchenschlechter und steht an Seite der Götter. An Seite von Raya. Er spuckt den Namen aus. Das tue ich. Aber ich versuche mich in eure Situation zu versetzen. Gut, ich sehe, ihr verachtet die Herzogin. Und doch steht ihr hier. Mit ihrem Mantel. Mit ihrem Schwert. Und wollt die nachtschwarzen Wasser der Niederhöllen in die dritte Sphäre einladen. Mit ihrem Splitter, unheilige Trinität gebunden in mir, Mantel, Schwert und Splitter. Ich verrate sie mit ihren eigenen Artefakten. Was könnte süßer sein? Ich verstehe, dass euch dies Genugtuung bringen mag. Doch was ist mit eurem Ziel? Was hat die nachtschwarze See euch zu bieten? Ich tue es für Shasnabar. Ich bin eine Gestalt der Meere. Ich bin kein Mensch mehr. Ich flute Aventurien, um mein Reich auszudehnen.
und die Herren der Feuer von Schasnabar wird mir die Seele wieder geben. Ist sie nicht ebenso eine Erzdämonin wie die Sultana der Seeschlangen? Legt seinen Kopf ein bisschen schief. Ist sie. Mag sie sein. Und auch sie mag mich vielleicht verraten. Aber nochmal. Die verfluchte Herzogin hat es bereits getan. Und ich will Rache. Also setzt ihr darauf, dass die Herrin der Feuer von Schasnabar die Herzogin besiegen kann? denn eure Seele besitzt nicht sie, nach euren eigenen Worten. Noch nicht. Ich würde derweil mal schleichen. Möchtest du Ronga folgen? Ronga ist jetzt unterwegs durch die Splitter. Ronga hat, als die Kapitana die Konversation aufgenommen hat, sich einmal umgeschaut und Midas ist ja spurlos verschwunden. Korrekt. Und waren nur noch diese zwei Geweihten hier. Serpentilio war tot und die anderen unterhalten. Irgendwie muss man zum Herz kommen. Und einen kleinen Gang da hinten konnte man sehen. Schon angesprochen, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, sich anders an reinzuschneiden, vor allem mit diesem Eisschwert. Mit dem Eisschwert, ja. Ansonsten, du kannst dir die verschiedenen kleinen Gänge und Risse sehen, überall kleine Zacken und Scharten, die nach deinem Fleisch greifen. Und für dich normalerweise auch ein totes Ende. Aber mit deinem Schwert kannst du dir einen Gang auf die obere Seite dann schneiden, brechen, läufst dann eben auf der Oberseite quasi dran herlang, kannst diese Triumphhalle so ein bisschen umgehen. Du kannst aber auf der Oberseite, dort wo du dich jetzt befindest, sowas wie Kanäle entdecken, wo Blut und Unwasser hindurchfließt. Und auf der anderen Seite dieser gewaltigen Kaverne siehst du jetzt auch eine weitere große Spinne, die sich jetzt umdreht in deine Richtung und eine Arche, die auf dich zumarschiert. Wichtige Frage, die Tentakel sind weg oder sind die noch da? Die Tentakel, habt ihr doch mit dem Schwert den Stab zerschnitten? Nein. Ich weiß nicht, ob das passiert ist. Hat doch und dann hätten sich vermutlich auch diverse Zauber ausgelöst und irgendwer von euch wäre jetzt geamatrotzt und gesalandert. Ist der Stab... Alles klar, gut, weil mit dem nichts mehr passiert ist und die Tentakel haben auch nicht auf Paldigan oder Yamish Aqua reagiert. Ja, die Tentakel, also es ist wie gesagt so eine Wand, du kannst das hier sehen, diese Wand, der bleibt davor stehen und konversiert jetzt eben, wie es eben die feine alanfanische Art ist, mit Zulamin auf der anderen Seite. Es ist halt ein bisschen nervig, wie dann die ganze Zeit sich irgendwelche Mäuler und Tentakel formen aus Ektoplasma, aber die sind ja nicht wirklich laut. Solange sie nicht zu fressen bekommen, sind sie nicht laut. Und hier an der Seite geht's nicht vorbei, also es ist wirklich hermetisch abgeriegelt. Du kannst jetzt klettern, und zwar auf der Oberseite könntest du jetzt natürlich klettern. Da brauche ich aber ein Kletternwurf von dir. Das hier ist eine mit der Spinne. Also ja, an der Decke lang? An der Decke könntest du klettern jetzt, ja. Ich stelle dann natürlich die Truhe ab, weil ich mit der Truhe nicht klettern kann. Und würde dann klettern. Ronga, gib mir mal einen Wurf auf Athletik. Denn Es ist Freiklettern, nicht wahr? Es ist Freiklettern, ja. Perfekt, wunderbar. Ronga, du musst bis zu dieser Stelle auf alle Fälle auf der Oberfläche laufen und du siehst, wie ein gewaltiges Objekt dir entgegenläuft. Es ist zwar noch weit entfernt, aber es ist schneller als du. Oh, da war eine plus 8 eingetragen. Das habe ich gesehen. Dann kannst du zumindest sehen, wie sich dieses gewaltige Objekt auf dich zuschiebt. Unglaublich schnell. Du schlitterst über den Boden, tauchst unter den Splittern hindurch, lässt sich dann fallen und deiner Einschätzung nach müsstest du jetzt auf der anderen Seite der Halle sein. Die hattest du ja schon gesehen. Stößt dein Eisschwert in den Boden und kannst dann im Prinzip auf der anderen Seite dort wieder auftauchen? Oder willst du oben bleiben und gegen Objekt Omega kämpfen? Wie du willst. Nein, ganz bestimmt nicht.
Gut, dann stößt du einfach dein Eis-Gin hinein, schneidest dir ein Loch, durch das du hindurchrutscht und klatscht dann dort, gib mir mal eine Körperbeherrschungsprobe, mehr oder weniger geräuschvoll, in der Halle wieder auf, während du siehst, wie das große, schwere Ding sich über dir, deinen Rückweg wieder verschließt. So, Freiklettern von Midas, 12, das soll mir reichen. Dann kannst du auf der Oberseite, wie eine Spinne, kletterst du entlang und über die Wand hindurch. Wohin möchtest du? Ich würde gerne hinter Paligan und die Humeria kommen. Ich pointe das mal auf der Map, einen Moment. Würde mich gerne, dorthin bewegen, dann wieder runterklettern und mich dann von hinten an Paligan anschleichen, während er noch mit Sulamin beschäftigt ist. Okay. Oder andere Frage, wie hoch ist die Decke? Kann ich mich auch von der Decke runterhängen, wenn ich die Beine in, irgendeinen Balken klemme, sodass ich Paligan dann von oben an der Schulter berühren kann? Dafür ist sie zu hoch. Dachte ich mir fast schon. Das wäre halt die andere Möglichkeit gewesen. Aber nein, dann klettere ich an der anderen Seite wieder runter und würde dann... Du siehst, wie Ronga gerade an der Decke auftaucht, ein Loch schneidet, durchrutscht, aufploppt und dann hörst du es auch über dir pochen und ein gewaltiges Gewicht, was sich über dir auf der anderen Seite befindet. Ja, Ronga verliert auch nicht lange Zeit, ist ein bisschen zu weit reingefallen, als er es eigentlich wollte und setzt an, bevor ihm noch irgendwer hinterherlaufen kann, um in diesen Gang zu kommen. Ja, vor dir siehst du das gewaltige Archenherz pumpen. Du siehst Krakonia um einen Schrein herumstehen. Auf dem Schrein siehst du einen zuckenden Splitter, der mit blassen, blauen Lichtblitzen in alle Richtungen greift. Und aus dem Herz siehst du, wie sich eine weitere Königin herausformt. Wie ein Insekt, ähnlich wie dieses Steuerwesen, kannst du erkennen, wie sich dort wohl ein gewaltiger Leib, Vorder- und Hinterläufe, keine wirklichen Hände, auch aus dem Herz herausformen und die einzelnen Adern und Venen wohl zu tentakelartigen Wüchsen sich herausbrechen. Du bleibst ein bisschen perplex erstmal vor den Krakonia-Priestern stehen, vor dem Splitter, vor dem Herz. Du bist am Ziel der Reise angelangt. Derweil Sulamin und Paligan. Sulamin schüttelt traurig den Kopf. Das Nabar hält keine Rettung für euch bereit. Es gibt nur einen Weg für einen Paktierer, seine Seele zu retten. Zu widersagen und es zu überleben. Und ich denke, das wisst ihr. Mein Tod ist nicht wichtig, aber meine Seele... Die ist schon so zerfallen. Die verfluchte Herzogin trägt daran ihre Schuld. Und Effert hat mich nicht gerettet, als ich in den Sümpfen lag. Ich habe den Göttern abgeschworen vor langer Zeit. Ich habe mit Borbert Xamanot gesprochen und er erklärte mir, wie die Sphären aussehen. Götter, Erzdämonen, Entitäten, das sind alles nur Konzepte. Und was folgert ihr daraus? Dass sie für euch nicht wichtig sind? Dass ich mein eigener Herr bin. Ich diene der Herren von Shasnabar nicht. Ich benutze sie nur, um meine Rache zu bekommen. Wisst ihr, wie Demiona ihr Ende fand? Du kannst... Gib mir mal eine Überzeugenprobe. Oder überreden? Du kannst es dir aussuchen. Er ist zumindest kurz perplex. Du siehst seine tiefblauen, unwasserquellenden Augen blitzen einmal kurz auf, so etwas wie Erinnerung, die bei diesem Namen in ihm ausgelöst werden. Mit einer 5er Erleichterung, wenn er mich attraktiv findet.
Du siehst, dass der Name, also es ist nicht wirklich die Attraktivität, die du ausstrahlst, und es ist auch nicht die Attraktivität, die Demione einst ausgestrahlt hat vor vielen langen Jahren. Aber es ist vielleicht so etwas wie zurück. Er kann die Zeit nicht zurückdrehen. Das kann Satinov nicht, das kann die Herren des Schicksals nicht. Das kann niemand. Aber trotzdem, dieser Name hat in ihm was ausgelöst. Er legt seinen Kopf wieder so ein bisschen schief und blickt dich an, während du siehst, wie ein grauer, nebelhafter Schatten hinter ihm zu Boden fällt. Für sie gab es Rettung. Und glaubt mir, ich wäre die Erste gewesen, die das nicht für möglich gehalten hätte. Aber ich habe es gesehen, wie sie das nirgend mehr überquert hat. Er weiß nicht, was er sagen soll. Und es ist nicht so, dass du diesen Nebel oder diesen Schatten sehen könntest. Es ist einfach so eine Präsenz, die deine Aufmerksamkeit eher erregt, weil etwas nicht da ist. Wie das, in dem Moment lege ich meine Hand auf Darion Paligans Schulter, flüstere ihm ins Ohr: Und hiermit nehme ich die Macht und die Bürde von euch. Und wirke Fexens Elsternflug auf den Mantel. Du Arschloch. Ja, ich bin ein Fexgeweihter. Die Frage ist halt, ob Fex diese Liturgie überhaupt auf ein Artefakt des Namenlosen wirken kann. Du kannst mir also jetzt in dem Druckenzustand, wie du bist, wir haben es eben gerade vorgelesen. So ist es, ne? Also nochmal Betonung, der Geweihte ist überzeugt, dass sein Gott ihm zur Seite stehen wird, ganz und egal, was geschieht. Und er hat recht. Ja, also, ich frage ist nicht, ob er das glaubt, die Frage ist auch nicht, ob Fex das glaubt, die Frage ist, ob Fex das kann. Aber ja, der Mantel ist doch nicht dem Namenlosen. Der Mantel ist ein Teil des Frevlergewandes. Ja, Frevlergewand, okay. Das ist namenlos. Also auch wie der Splitter. Der Splitter der Dämonenkrone gehört auch dem Namenlosen, aber er ist Korruptorot geweiht. Deswegen kannst du auch den Splitter nicht einfach exorzieren und fertig sein. Das ist richtig. Aber in dem Zustand der Entrückung, würfel mir mal deinen Wurf. Ich muss nichts würfeln, das passiert einfach so. Ich weiß, du darfst ihn trotzdem einmal würfeln. Ja, alles klar, mache ich. Und dann kannst du mir sagen, wie viel Karma dich das kostet? Das würde mich normalerweise 15 Karma kosten. Ich habe noch 10 Karma übrig, davon ist ein Karma Traios Karma, was ich seit der Quanions-Queste noch übrig habe. Und damit komme ich dann auch auf 55 Entrückung. Aber wir würfeln erstmal. Gibst du Traios Karma aus der Quanions-Queste aus? Genau, das mische ich damit rein. Du siehst, wie du zu dem Mantel greifst. Er stinkt nach altem Mode. Du betrachtest auch Yamesh Akvam, wie es flüstert nach dir. Du siehst seinen Sklaventod als Seitenwaffe und legst deine Hände auf das wallende Gewand, was deine Hände umschließt, umwirbelt und nach dir beißt. Dann zerfließt der Mantel in deinen Händen. Gemeinsam mit dir selbst zerfließt du auch. Du erreichst die nächste karmatische Stufe, beziehungsweise Entrückungsstufe. Ja. Was passiert? Plus. Streiter der Götter. Der Geweihte ist erfüllt von der Kraft seines Gottes. Ein Glanz, der Freunde beseligt und Feinde in Flucht schlagen kann. Sein ganzes Wesen scheint von der Macht seines alvaranischen Herrn und seiner Herrin beherrscht. Mut plus 2. Und ein Teil davon strahlt aber auf die Personen in seiner Umgebung ab. Charisma plus 2. Er ist ein wahrer Streiter der Götter, dessen Worte allein ausreichen, Mut und Entschlossenheit in den Herzen seiner Mitmenschen zu entfesseln. Je nach Situation können Überzeugenproben um 5 erleichtert sein oder Mut der Gläubigen um den Geweihten um 2 Punkte steigen. Seine Anwesenheit beflügelt jeden Götterfürchtigen, während Ketzer, Träger des Frevlermals und Dämonenbuhlen in Angesicht dieser zur Schaustellung der göttlichen Macht spüren, wie die Angst sie erfüllen beginnt. Mut minus 4. Dämonen zögern zunächst, den Streiter der Götter zu attackieren, nur um sich dann umso hasserfüllter auf ihn zu stürzen, wobei die rein göttliche Macht ihn vor diesen Angriffen schützt. Sein übernatürlicher Rüstschutz von 2 gegen dämonische Attack. In den Schwarzen Landen, dem Limbus oder ähnlichen Gegenden ist der Geweihte ein loderndes Fanal, ein Leuchtfeuer, das die Aufmerksamkeit jeglicher
niederhöllischer Kreaturen auf sich zieht, sofern Fexens Schatten den Geweihten nicht verbergen mag. Okay. Ja. Du zerfließt gemeinsam mit dem Mantel, du zu Nebel, der Mantel zu Wasser. Jo. Du wirst nach oben getragen, nicht von Golgari-Schwingen, sondern von einer kleinen Elster, die dich in ihrem Schnabel trägt. Und in ihren Händen, in ihren Füßen, hat sie gegriffen ein wallendes Gewand, während du auf den Nachthimmel zufliegst. Abelmir. Was? Du stehst vor dem Galgsul. Hinter dir die Lederschwingen, vier Stück, einer angeschlagen. Du siehst, wie die Galgsulien immer noch Eissplitter in sich tragen. Und Mendario neben dir, die alte Netja, die selbst leicht grünlich leuchtet und nun ein eigenes Rapier gezogen hat. Alter Rogel mit einem gebrochenen Bein. Erste Kampfrunde. Ich flüstere: Böhmerisch Kinder, komm zu mir. Und so meine Stabspitze in meinen hinter mir liegenden Schatten tauchen. Und daraus entstehen drei weitere Schatten Abelmirs. Der Zauber heißt Schattenarmee, in besonderer Version des Eklipifatus. Okay. Die haben die gleichen Werte wie ich und die gleichen so Kampfsonderfertigkeiten wie ich. Den hattest du in deinem Stab? Genau, Zauberspeicher. Ihr müsst jetzt nochmal Ritualkenntnis würfeln, ich muss dich würfeln kurz hier. Und du hast deine Endurium-Schiene vorher ausgelöst, ne? Yep. Die Reihenfolge ist natürlich wichtig. Ja gut, die sind ganz normale Abelmirs, also ohne jetzt... Ohne Endurium-Schiene. Ne? Genau. Ruf mal kurz Ritualkenntnis. Du rufst Böhmerisch an, ob das weise ist in den Tagen des Namenlosen. Du spürst, wie sich der Sand der Kurm leicht zu bewegen scheint, wie Sand rieselt in alten Kavernen entlang und sich ein gewaltiger Skarabäus, eine Spinne, zu erheben scheint. Meilenweit entfernt, aber irgendetwas hast du aufgeschreckt. Du tockst deinen Stab mit dem Kristall auf den Boden, du merkst, wie der Kristall oben zu splittern scheint. Wie Spinnenbeine sieht es aus, wie es lustig glänzt und du siehst fast eine Bewegung in dem Kristall, als ob dort etwas eingeschlossen war, was sich nun befreit hat. Dann stürmen die Schattenarmee aus dir heraus, aus dem Kristall, aus deinem Körper, wie sie in die Luft springen, nach den Lederschwingen hieben und stechen und schneiden und die Galgsulim von allen Seiten binden und zur Seite drängen. Du kannst selbst nach einem zufriedenen Lächeln dem Galgsul abgelenkt, wie es in den Kopf stechen und hast freie Bahn für die unheilige Pyramide geschaffen. Kommt, meine Freunde, auf zum letzten Gefecht. Mendarion, was tust du? Ich will das nicht zweimal sagen lassen und einfach loslaufen. Okay. Ich nehme die Passierschläge. Haldan, was ist mit dir? Ich habe mir den Arm gebrochen. Ich Ach, den Arm, nicht das... Doch, den Bein, das Bein. Den Arm. Nee, den Arm. Den Arm, okay. Du kommst hier? Ich renne auch. Mhm. Und Nedja, ebenso. Lässt du deine Abelmiere zurück, in der Hoffnung, dass sie hier nicht sterben, sonst würdest du deinen Schatten verlieren. Nee, sie kommen mit mir. Die können sich weiter sagen, haben die eine Reichweite oder laufen die mit? Die können nur maximal 7 Schritt von mir nicht bewegen. Also. Okay, also würdest du die Galgsulim mitziehen. Nicht binden, sondern mitziehen und dann lauft ihr... Ja, mit deiner neuen kleinen Armee die Treppenstufen der Vajat-Pyramide nach oben. Sie ist gewaltig groß, die Stufen sind steil, ragen in den Himmel und du siehst, wie sich ein weiteres Mal der Blick in dich hineinbohrt. Wie Splitter, wie Stacheln, die in dein Herz stechen, eine Selbstbeherrschungsprobe plus 13. Oh, das könnte schwierig werden. Für jeden oder nur für Abelmir? Für jeden. Ich hab's wieder aber abgeschafft. Yay! Es könnte gut gewesen sein, diesen Chip behalten zu haben. Schon mal Selbstbeherrschung. Plus 13. Haldan strauchelt, knallt auf die Pyramide, auf die Stufen. Darion bleibt zurück. Chip. Es passt, klappt vermutlich trotzdem nicht, aber hey. Du kannst auch sehen, wie Netja zurückbleibt. Nur Mendarion ist immer noch an deiner Seite.
Wir müssen weiter. Ich denke, wir müssen weiter. Abelmir. Oh, du bist ein Schatten. Ah, der dreht sich um. Abelmir. Nein, du bist auch ein Abelmir. Hier. Oh, die müssen weiter. Ja. Ich will schon weiter. So. War nett, euch beide gekannt zu haben. Kannst du durch ein gewaltiges Portal treten, nachdem du Stufe um Stufe nach oben gerannt bist, immer dem Blick von Bahamut ausweichend, trittst du in das Portal hinein, orientierst dich kurz, du siehst, wie Tentakel aus einem gewaltigen Loch nach oben wuchern. Der oberste Teil ist hier zwar betretbar, aber es gibt ein gewaltiges Loch, in das ihr hineinspringen müsst, dürft. Eine Treppe, die nach unten führt, sie ist glitschig und schmierig und rutschig. Ohne zu überlegen, kannst du hineintreten, versinkst in dem Loch, kannst peitschende Tentakel abwehren, stürzt dich tiefer und tiefer in das Loch, vorbei an Gängen, Lüften und Spalten, die immer mal wieder an toten Enden zu enden scheinen, bis du dann dem gewaltigen Choral von Piraten folgen kannst, die echohaft in den organischen Wänden immer noch zu existieren scheinen, dich versuchen zu locken, zu triezen. Du versuchst dich zu orientieren. Gib mir mal eine Orientierungsprobe. Okay. Hören ist die Erleichterung, dass du hören kannst. Orientieren ist doch. Ist gelungen, also wenn hier meiner Schwert ist, dann ist sie gelungen. Auch du siehst hier irgendwelche Maden ohne Augen, die weißen Schleim hinter sich gelassen haben, Gänge entlang. Du siehst Hibernatoren mit irgendwelchen Humerian, die darin liegen, Kammern, irgendwelche Gänge mit Säuren, die von unten nach oben fließen, der Physik zu trotzen scheinen. Weitere Kammern entlang mit Galxulin darin und kannst dann in einem weiteren Beschwörungsraum stehen bleiben, wo unglaublich viele Piraten zu sein scheinen. Und Modal, der Erbprinz von Lamaria, derjenige, der auserwählt worden ist vor vielen Jahrtausenden von der Herrin von Chasnabar. Kurz bevor wir diesen Raum betreten, würde ich gerne Mendarion eine kleine Fiole zuwerfen. Hier, nehmt dieses Halbgift. Träufelt es auf einen Pfeil und versucht Modal zu treffen. Es wird ihn verkleinern und seine Fähigkeit minimieren. Du erwartest, dass der Elf eine Waffen gibt. Okay, fein, er macht's. Ich sag dir zu, was du machst, ob du das machst, ist deine Sache. Die Piraten singen, biegen sich hin und her. Du kannst sehen, wie sie wohl ihre. Teilweise sind ihre Adern aufgerissen. Sie bluten und das Blut läuft allesamt zu einem. Ist das ein Stück Gehirn? Ein gewaltiges, großes, organisches Gehirn. Das Herz muss irgendwo dort unten sein. Ihr habt doch den Steuerbaum gefunden. Weitere Organe, von denen du weißt, wie Niere, die gereinigt werden muss, die Leber. Und das ist hier das Gehirn, ganz oben in der Wajat-Pyramide. Siehst du, wie Morodal davor steht und eine Sphäre, die aufgefächert worden ist oder aufgerissen worden ist. Du siehst dahinter grünes Feuer lodern. Ist Mo, während wenn Modal uns den Rücken zu, oder? Er steht am Ende vor dem Gehirn und wenn du dann hineintaumelst in diese komische Kammer, dann sieht er dich. Nun haben wir dich endlich gefunden. Einer von uns wird diesen Raum nicht mehr verlassen. Ist er das? Ja. Silos, wir müssen ihm seine Armreifen entfernen. Muss ich wirklich? Ring ja. Aus Wasser legt sich um Mendarion. Du siehst, wie sich der Ring zuzieht und der Kopf vom Elf zur Seite fällt. Ich würde ein. Wie weit ist er entfernt von mir? Das kannst du ausmessen. Ich wie Meter. Denn? Kannst du uns mal auf die Karte zentrieren? Ich sehe die gerade nicht. Ah, da sind wir, okay. Ui, das sind viele. Also sind wir etwa 9 Meter entfernt, 9 Schritt. Ja, du hast noch 3 andere schattenhafte Abelmir um dich herum. Mendarion ist gerade einfach zu Boden gefallen. Und dann würde ich einen Ignifax wirken, und zwar enger Strahl.
Und zwar enger Strahl und zweitens würde ich in ein Bein oder seinen Arm anvisieren. Eins von beiden. Mhm. Das wäre eine plus 3 für den engen Strahl und für, wenn man die Körperzone auswählen muss, ist für plus 5 für den Arm, beziehungsweise plus 4 für das Bein. Ich würde sagen, ich nehme seinen rechten Arm. Also wäre eine plus 8 dann. Und ich müsste mal die Zauber verkürzen, das wäre auch nochmal von 4 auf 1 Aktion runter, das wäre nochmal plus 10, also plus 5, mhm. wäre dann plus 13. Na, alle Modifikationen zusammenrechnen und ganz am Ende wird halbiert. Ja, nee, die vier festen Varianten werden nicht halbiert, nur die Sprungmus. Okay. Deswegen wären dann plus 5, plus 8 und plus 13. Ich würfel einfach mal jetzt. Ja, würfel. Du visierst sein Bein an, du siehst an allen vier Extremitäten, seinen rechten Arm, wie gesagt. Wenn ich einen Zauber finden würde, könnte ich noch einen Tag handeln. Ja, und während du einen engen Strahl ansagst, siehst du auch, wie er seinen Arm hebt, den du selbst anvisiert hast. Knapp gelungen. Und während du deinen engen Strahl ansagst, sagt auch er den engen Strahl an. Ja, ich würde jetzt weiter müssen. Ich will seinen Arm abtrennen. Ich muss dafür 3 Wunden erzielen. Durch enger Strahl entsteht da eine. Senkt die Wunschwelle um 2 Punkte. Um 2 Punkte auf Konstitution halber minus 2 SP steht eine Wunde. Ja, das ist das normale Wunde, das ist noch die Formulierung aus Marseille 0. Genau, gib mir mal, wie viele W6er willst du ansagen? Alle, oder? Alle? Und du hast so viele Ansagen wieder zu der Wunde? Also im 3 Wunden helfen dir nicht, du brauchst eine vierte Wunde. Eine vierte Wunde ist regeltechnisch im Prinzip eigentlich nicht drin, aber. Dann alle 21 SP. Alle 21? Mhm. 21 reichen nicht. Diese Konstitution halbe? Dann legt dann. Nicht Konstitution halbe? Wo kommst du daher? Da steht im Zauber drin. Also ja, doch, Konsti halbe ist Wunschspieler. Minus 2 Schadenspunkte. Genau. Eine Runde. Ja. Ich weiß nicht, was eine Konstitution hat. 21 reichen nicht für viel. 21 reichen vielleicht für 3, wenn er schwach auf der Brust ist, aber nicht für 4. Kann ich dir jetzt schon sagen. Ich will ja bloß deinen Arm abtrennen. Außer du hast ein... Ist nicht bei 3 Wunden auch schon Körpertherapie drin? Ich weiß nicht. Nee, 3 Wunden ist unbenutzbar. Du brauchst jetzt einen Archeofax, aber den hast du nicht, oder? Nee. Ja. Da legt dein Blut rein. Wie viele Lebenspunkte willst du reinlegen? Stimmt, ja. Verbotene Pforte. Verbotene Pforte, dann müsste ich vorher eine Selbstbeherrschungsprobe plus 10 machen. Gib mir die Selbstbeherrschungsprobe. Sekunde. Dann legst du zusätzlich dein Blut rein. Dafür hast du es. Du hast auch Lebenspunkte. Ja. Geschafft. Nicht geschafft. Ich bin nur plus 10 gelungen. Du kannst einen Schicksalspunkt. Ich habe keinen, ich habe die 5 verbraucht. Darf ich meinen ausgeben? Ach, warte, hab ich ja schon verbraucht. Ja, wenn du den nicht mehr hast, dann nicht. Verbrennen? Brauchen die ja eh nicht mehr. Ja, ich scheiße, einfach verbrennen. Entschuld. Ich rufe die 20 neu, ist klar. Ja, mit 5 ist gelungen. Ja, ich würde dann dafür einsetzen, wie ich muss. Und du verbrennst jetzt deinen Schicksalspunkt? Ich habe da keinen Schicksalspunkt mehr und Mendarion darf er nicht einsetzen anscheinend, oder? Weiß ich nicht. Ja, Mendarion ist... Er hat keinen mehr. Also ich meine, er kann seinen verbrennen, aber... Serpentilio oder da, Jarlan hätten wir noch einen, aber Mendarion... Serpentilio hat auch keinen mehr, sonst wäre er jetzt nicht tot. Okay, dann verbrennst du deinen Schicksalspunkt. Du siehst, wie sein Wasser auf dein Feuer zurast, an ihm vorbei und du merkst, wie du getroffen wirst, wie Unwasser dir deinen eigenen Arm wegsprengt. Stopp! Agelion Spiegel, sag ich nur. Er wird die Wocke mal zurückgeworfen auf ihn. Ja, gegen die ZFP-Stern. Nein, ich lese mal vor. Nee, der Mantel geht gegen die Sterne. Der Spiegel geht, glaube ich, wie in den Vulcano. Genau, das wirkt mir nicht bekannt, dass die ZFP scheißegal. Gut. Dann also, da wird er sozusagen von seinem eigenen Wasser getroffen. Dann siehst du, wie der Arm von dir, zumindest in einer Vision, abgesprengt wird. Esinde hilft dir, auch wenn Netja schon zusammengebrochen auf der Treppe liegt und jetzt ja, vielleicht zerrissen wird oder was auch immer mit ihr geschehen wird, wie das Ganze von dem Mantel gespiegelt wird und er nicht nur einen Arm durch dein Feuer, sondern einen zweiten Arm durch sein eigenes Wasser verliert und ihm beide Hände, beide Arme weggesprengt werden. Nur kurz zur Info, wie viel Lebensenergie muss ich opfern?
Also ihr habt ja 21 ASP eingesetzt und wie viel Lebensenergie muss ihr einsetzen, um diese vierte Runde zu... Ja, dann musst du einmal auswürfeln. Konstitution. Du hast den Schicksalspunkt. Seine Konstitution ist 16. Also wäre dann 8 minus 8 halbe sind dann 8 minus 2 sind 6. Also warte, eine gute Wunde. Also die zweite Wunde machst du, wenn du 15 Lebenspunkte. Nee, stopp, schon mal einen Moment. Beim Engerstrahl, pro Konstitution halbe minus 2 Schadenspunkte erziele ich eine Wunde. Heißt, wenn eine Konstitution 16 hat, ist jetzt alle 6 Schadenspunkte, mache ich eine Wunde. Nein. Der Engerstrahl verringert nur die Wundschwelle um 2 Punkte. Hier steht, da steht hier dafür aber pro K.O. halbe minus 2 Schadenspunkte eine Wunde. Daru eben sagt, eine alte Formulierung ist. Aber was die damit meinen ist, dass die Wundschwelle um 2 Punkte gesenkt wird. Für die erste Wunde. Okay, na gut. Dann generell, die Wundschwelle wird um 2 Punkte gesenkt. Also danach ist Konsti Situation 1,5 und dann trotzdem minus 2. Und die dritte Wunde gibt es, glaube ich, bei... Um Himmels Willen, es ist erste Wundschwelle minus 2, zweite Wundschwelle minus 3, dritte Wundschwelle minus 3. Macht euch nicht komplizierter, als es ist. Gut. Sag mir, wie viel Instant-Bonus ich von muss. Dann zieh dir nochmal 10 Lebenspunkte ab. Und du siehst, wie er mit beiden Armen abgesprengt auf die Knie geht. Damit hat er nicht gerechnet. Und während er dort auf den Knien ist, die Piraten weiter singen, weiter bluten, kannst du sehen, wie seine Hände wohl nachwachsen. Die Ringe und die Reife sind zwar nicht dran, aber Tentakel formen sich aus dem Rumpf heraus. Und ja, wie eine Hydra sind es nicht nur ein Arm, zwei Arme, sondern drei Arme, die jetzt sowohl links als auch rechts aus ihm heraus wuchern. Und während du mit deinen beiden dreien Abelmirs, den Schatten Abelmirs, auf die Ringe blickst, auf den Korpus von Mordor blickst, kannst du es trippeln und trickeln hören. Und dann hörst du einen kurzen Sog, ein Ziehen. Und dann tippelt es weiter neben dir. Okay. Ja, was soll's? Wie greift er mal auf die verbotenen Pforten zu und muss nochmal probieren? Selbstbeherrschungsproben. Ja, wie gesagt, du kannst, während du die verbotenen Pforten öffnest und selbst anfängst, aus vielen zahlreichen Wunden zu bluten, er hat noch 2 Reife an seinen Beinen und neben dir tickelt es wieder. Begierig. Oh, nicht geschafft. Gut, dann was passiert eigentlich, wenn man die Selbstverschaden nicht schafft, dann erleidet man bloß Schaden, glaube ich, oder? W3, glaube ich. Jo, nee, gar nicht. Nichts. Okay, nichts. Gut, dann Selbstbeherrschung kostet dich eine Aktion. Ich glaube, Erschöpfung ist der Punkt, aber das ist egal, glaube ich, jetzt in dem Fall. Gut. Ja, verdammt. Ich stürm vor, von nach vorne, dann stattdessen. Wenn ich es kann, darf. Ja, dann mach den Sturmangriff. Du siehst, wie die peitschenden Tentakel auf dich zuwuchern. Und er dich angreift mit seinen Schlangenarmen. Ich würde hinter meinem Schatten bleiben. Okay, du opferst jetzt deine Schatten. Was passiert, wenn die sterben? Ich verliere 7 ASP und also pro Schatten, aber ich habe ja eh keine ASP im Moment, insofern ist mir egal. Und ich verliere 1 ASP permanent pro Schatten. Okay, also permanent ASP. Mhm, gut. Ja, stoppe mir zu und greife ihn an. Also meine 3 Schatten und mir und ich. Das sind die ersten. 1, 2, 3. Du siehst, wie die ersten beiden Schattenabelmiere auch direkt zerrissen werden. Muss man die Attacken würfeln? Keine Ahnung. Ja, die werden halt zerrissen, während du anstürmst. Und ein anderer Schattenabelmier kommt auf dich zu, beziehungsweise auf ihn zu, schlägt zu und dann kannst du deinen Sturmangriff auswürfeln oder... Position und dann. Ja, also soll ich für ihn auswürfeln, den Attacker? Ja, oder? Klar, mach doch zweimal dein W20. Sind ja die gleichen Werte im Prinzip, minus die Endurium-Schienen. Ja, der Schattenabel muss für einen normalen Attack und ich kann dann plus 10 Attacker würfeln. Der Hochschlag. Sturmangriff ist eine plus 4.
Ich mach jetzt schon mal Riff. Achso, okay, zum Position und dann. Genau. Der zweite mir auch gelungen. Mhm. Plus 10 Wuchtschlag. Schadenspunkte? Bei dem ersten sind es nur 11 und bei mir sind es plus 10. Gib mir mal eine Sinneschärfeprobe. Erschwere sie dir um 7 Punkte. Du hörst es weiter hinter dir trickeln und prickeln und tickeln und ja, du stürmst auf Mordor zu, schlägst mit deinem Säbel nach ihm. Der Säbel fährt wie durch Wasser, durch einen Wasserkörper, während die anderen Schattententakel Abelmir zerfetzen und noch ein Abelmir zerfetzen und dann steht dein anderer Kumpane neben dir und schlägt ebenso zu. Und nachdem du deinen eigenen Schlag gesetzt hast, kannst du sehen, wie hinter dir eine Truhe auf Spinnenbeinen mit einem großen, gewaltigen Siegel des Leugramot aufblinkt. Das ist die Truhe von Boltax. Wie kommt die denn her? Ich wundere mich zwar, aber ich konnte nicht mehr überhaupt auf diesen Kampf. Hat mir da gar keinen Schaden irgendwie? Oder nimmt da keinen offensichtlichen Schaden? Oder? Es sieht zumindest nicht so aus, als ob er offensichtlichen Schaden nimmt, nein. Oh, Backe. Und während du, ja, mit deinen Säbeln, sind die geweiht? Mein Säbel ist nicht geweiht, nein, genau. Ja, du schlägst immer wieder durch seinen Wasserkörper, er zerläuft, wächst wieder nach, auch die Tentakel. Du siehst gerade, wie dein dritter Abelmir zerfetzt wird und du verlierst, du hast keine Astralpunkte mehr. Du hast versucht, eben deine blutigen Bahnen zu öffnen. Wir haben die namenlosen Tage. Du verlierst also 21 Lebenspunkte. Okay. Weil deine drei Schatten-Abelmiere nicht mehr bezahlt werden können. Und du bezahlst mit Blut, wenn du keine ASP mehr hast. Ja, dann bin ich bei 3 LE noch. Bei 3 Lebenspunkten. Ja, du schlägst zu und schlägst zu und wieder trickelt das und prickelt und diese Truhe. Das Siegel von Leugamat leuchtet und leuchtet. Sehe ich diese, hat er seine 2 Ringe hat er schon verloren, ne? 2 Ringe liegen dort und du siehst gerade, wie er sich wohl gerade, nachdem er sich gar nicht so sehr für dich mehr interessiert, hat gerade in den letzten Schatten vor dir zerrissen, will er sich jetzt wohl mit seinen Tentakeln nach den Ringen stecken, um die wieder anzulegen. Kann ich ihm zuvorkommen? Du kannst auch wieder versuchen, nach den Tentakel zu heben. Ich will die Ringe erreichen, dass ich zusammen mit dem in der Säbelspitze diese Ringe aufnehme und dann über den Säbel stülpe. Gib mir mal eine Probe auf Menschenkenntnis. Okay. Die Truhe war gebunden an Boltax. Ja, du weißt nicht, wo er ist, aber diese Truhe würde nicht ohne Grund auftauchen. Das war ja meine Taktik. Ich wollte ja diese Ringe erreichen und probieren, diese Ringe in diese Truhe zu boxieren, zu werfen, zu schmeißen. Das war meine Intention dabei. Mhm. Während Mordor den ersten Ring, den du ihm abgesprengt hast, ergreift danach. Du kannst den zweiten Ring greifen, schlägst mit deinem Säbel nochmal nach seinen Tentakeln, die du wieder abtrennst. Die wachsen aber auch wieder nach. Du hast den einen Ring, hast du in der Hand. Stopp, Moment. Ich habe so eine Frage. Wenn er keine Arme hat, kann er auch keine Tentakel ausbilden, weil die Arme werden in Tentakel verwandelt, wenn es eventuell ist. Das wollte ich mal anmerken. Was du uns sagen willst, ist... Keine Arme, keine Ringe, ja? Genau, keine Arme, keine Tentakel, keine Ringe. Er hat noch 200 Astralpunkte und ist Freizauberer des Wassers. Ja. Warte, Arme wachsen zu lassen ist nicht Wasser, das ist Humus. Er besteht aus Wasser. Und? Er besteht aus Wasser. Er besteht nicht aus Wasser, er besteht aus einem wiedererhobenen Körper von Vespertilio. Elementare Umformung. Ja, es gibt keine elementare Umformung. Du greifst nach dem Ring und dann? Ich greife mit dem Säbel nach dem Ring. Ich greife dich selber mit dem Ring. Bin ich dämlich. Ich bin nicht Jalan, der alles anfassen muss. Also ich will den Säbel auf den Ring spießen und dann den Ring, den Säbel runterrutschen lassen. Mhm. Und dann würde ich probieren, sein nachgewachsenen Stummelärmchen zu erreichen, um diesen Ring weiter abzuschlagen. Auf seinen
nicht voll, ich hoffe noch nicht vollständig ausgewachsenen Arm. Ist noch nicht vollständig ausgewachsen. Du kannst aber auch spüren, wie dich jetzt ein Motorikus umklammert. Irgendeine magische, ja, was wird das sein? Eine magische Objektkraft, die nach deinem Schwert greift, wo der Ring dran hängt. Du ziehst und zerrst, versuchst zu schlagen, merkst wohl, wie du gegen den Motorikus arbeiten musst. Und hörst immer wieder dieses Trickeln der Spinnenbeine der Läubermatur hinter dir. Aufgeregt. Impulsiv. Die ist direkt hinter mir, oder? Die ist direkt hinter dir, sie ist dir gefolgt. Dann würde ich probieren, diesen Ring in dieser Truhe zu boxieren. Also mit dem Säbel in einer Hand die Truhe auszureißen, diesen Ring runterzurutschen zu lassen und dabei die Truhe wieder zuzuschlagen. Als du die Truhe mit deinem Bein auftrittst, kannst du erkennen, wie dort ein einziger Gegenstand drin liegt. Ein orange leuchtender Dolch. Den würde ich an der linken Hand ergreifen. Du greifst ihn. Es ist Titanium. Danke, Boltax. Und würde mich umdrehen, und nachdem ich die Truhe geschlossen wieder habe, und ja, ihn weiter angreifen. Ich habe keine Chance gegen ihn, aber ich muss irgendwas tun. Ich würde noch probieren, diesen Equaxis auszulösen jetzt. Mit mehr. Ach, Lebenskraft habe ich gar nicht. Ich habe weder Lebenskraft noch ASB, ey. Verdammt, das geht gut. Egal, ich greife ihn an. Futzulz. Das ist ein Scheiß. Mit 3 Lebenspunkten, die du noch hast? Ja, Equaxis kann ich ja nicht mal Lebenskraft jetzt speisen, insofern. Gib mir mal einen Wurf auf Klugheit. Plus 5. Mehr geschafft. Ihr habt euch im Vorfeld darüber verständigt, dass diese Ringe nur mit sehr starker Zauberei zerstört werden können. Mit einem sehr aufwendigen Hesinde-Ritual, eure Hesinde-Geweihte liegt irgendwo tot auf den Treppen, oder aber mit Göttermetall. Ich probiere mit diesem Titanium-Dolch diesen Ring zu attackieren. Aha. Ja, ich bin mit Dolch bloß nicht besonders geschickt, aber schauen wir mal. Der Ring bewegt sich ja nicht. Zumindest der, den du schon an deinem Schwert dran hast. Der wird zwar durch den Motorikus irgendwie bewegt und du ziehst und zerrst an der magischen Kraft. Dann würde ich da auf ihn den Ring zerschneiden. Wie durch Butter zergeht und zerfließt der Ring. Und du spürst jetzt, dass Mordor tatsächlich das erste Mal aufschreit. Und sein Arm, mit dem er dich immer und immer wieder versucht hat, neu anzugreifen, wo weitere Tentakel herausgewuchert sind, bleibt tatsächlich weg. An der Stelle gibt es keine neuen Ausbildungen, keine weiteren Tentakel. Nachdem du mit dem orange leuchtenden Titanium von Boltax den Ring zerschnitten hast. Ich hoffe, dass das abgelenkt ist und ich probiere diesen zweiten Ring an deinem linken Arm zu erreichen. Und so beginnt ein wildes Ringen mit einem Titanium-Dolch und einem Freizauberer des Wassers. Währenddessen Ronga. Du stehst vor dem Schwein. Draconia-Priester. Und der Splitter mit seinem Glosen. Wo ist die Truhe? Die Truhe zum Einpacken. Ja, der Splitter ist Ronga egal. Ronga will. Der Splitter will Ronga egal sein. Zumindest versucht er sich mit aller Kraft vom Splitter abzuwenden und ist eher auf das riesige, hinter dem Splitter pochende Herz fokussiert. Das wahrscheinlich nur wenige. Es braucht wahrscheinlich nur wenige Schwertstreiche, bis dieses in die Knie gezwungen wird. Und dann wird das Ganze vorbei. Vielleicht, hoffentlich, zumindest will er es versuchen. Nur weiß er nicht, wer an diesen Krakonien vorbeikommen soll. Die Insektenaugen von dem Steuerwesen, von diesem Herzwesen mustern dich. Und die Augen glosen wie der Höllensplitter selbst. Eine mächtige Präsenz, die sich in der gesamten Herzkammer ausbreitet. Du siehst, wie Venen abreißen, wie Adern abreißen und sich wie viele, viele Arme sich an den Wänden nach oben schlängeln, an den Wänden dir entgegenstrecken und strecken und strecken. Du
siehst, wie Unwasser aus ihnen herausgepumpt wird. Einiges, ja, wenige Schleim und Blut, die mit jedem Zucken der Tentakeln dann nach draußen gedrückt werden und wie sich die Kammer verkleinert und die Tentakel näher kommen. Eine gurgelnde Stimme, die aus der Finsternis der Urtiefen an dein Ohr dringt. Der Prophet ist nicht gefallen. Keine Ahnung, was das heißen soll. Und Ronga fängt an, mit dem Schwert gegen die näher kommenden Tentakel zu schneiden. Ja. Tritt den ersten Schritt auf diese Krakonia durch. Wenn es sein muss, wird er sich zum Schwert durchschnetzeln. Du siehst wohl, dass die Krakonia dich gar nicht wirklich angreifen, sondern eher ist es die Eichenkönigin, die dich jetzt mit ihren Greifarmen, mit den Ranken und den Ästen behagt. Und es sind auf alle Fälle 1, 2, 3, 4, 5, 6 Attacken, die sie gegen dich führt. Du kannst natürlich, wenn du möchtest, zweimal parieren oder andere Dinge tun. 3 20er. Ja, ich halte zweimal gegen. 3x 20 gewürfelt. Uiuiui. Okay. Du siehst, wie sich die ersten Greifarme nach dir strecken und schlägst zu. Du weißt gar nicht, dass du so schnell parieren kannst. Du schlägst ab, siehst, wie Unwasseradern austrocknen an der Stelle, wo du mit deinem Eisschwert dem Unholz, dem Höllenholz zugehackt hast. Du siehst, wie sich zusammenzieht, Brockenstücke, die herausfallen und auch einige Wände ja, vermodern oder Eis zufriert. Ich, gegen die Attacken, die gelungen sind, würfel ich mal meine 2 Gegenhaltenproben. Und das ist tatsächlich. Ich habe mit der falschen Waffe gewürfelt. Ich hätte sogar einen Punkt mehr als Talentwert, aber dementsprechend wäre trotzdem alles geschafft. Sofern da keine Erschwernis draufkommt. Und während du mit deinem Eisschwert versuchst, dich um dein Leben zu bewahren, kannst du spüren, wie ein weiteres Mal der Boden bebt oder die Wände und dann ein Gleißen, ein helles Leuchten aus der Wand herausbricht. Du siehst einen triefenden Krieger, der trotz allem immer noch strahlt, das Blut und das Unwasser, was an ihm entlang perlt, als würde ein Lotus-Effekt auf ihm liegen. Er strahlt und glüht und leuchtet. Du siehst nur ein Auge, das andere ist von einer Augenklappe verborgen, verdeckt, aber ein helles, leuchtendes Schwert an seiner Seite. Jarlan Oberan betritt die Kammer. Und die Götter nahmen Gilborn alles. Sie nahmen ihm sein Leben. Sie nahmen ihm seinen Glauben. Und Gilborn aber sah zum Himmel hinauf und er rief, du testest mich, Brajan. Aber ich hole es mir alles zurück, koste es, was es wolle. Das Licht erfüllt die Kammer, du siehst, wie schmerzerfüllt die Tentakel sich zurückziehen, entweder durch das Eis oder durch das Licht. Und gleichzeitig kannst du hinter dir hören, wie wohl auch die Schattententakel aus der Triumphhalle verklingen, verenden und sich der Spalt, der gebildet worden ist, nicht mehr da ist. Die Humeria, die pervertierten Humeria, blicken merkwürdig irritiert, wenn man das aus ihren Augen ablesen kann, und fangen dann an mit Rückzugsgefechten zurück in die Kammer. 4, die sich nach hinten orientieren, und 4, die sich nach vorne orientieren. Faramut stellt sich leicht vor dich, wird auf der rechten Seite die Humeria nehmen und 2 weitere Humeria, die auf dich zustürmen, Zulamin. Ruft sie zurück, wenn ihr kein Feigling seid. Du siehst, wie ein Lächeln ihn umspielt. Die Humeria scheinen es wohl, ob sie es verstanden haben, ob es einen tonlosen Befehl gab. Du siehst, wie die Humeria wohl ihren Angriff abbrechen und Faramut angreifen. Und ihn jetzt versuchen, mit seinem ja, Dreizack, den er von Effort bekommen hat, an der Wand einzukesseln. Und jetzt 4 Humeria gegen Faramut kämpfen. Der ihn nur einmal zunickt, grimmig, verbissen, tut eine Pflicht.
und dann versucht, gegen die Fiomeria zu bestehen. Ich habe euch die Wahrheit gesagt und nichts als die Wahrheit. Aber wenn ihr es so haben wollt, dann soll es so sein. Jo, ich glaube, wir würfeln Initiative und ich würde gerne Artefakte auslösen. Dann Initiative, Artefakte auslösen. Wir ziehen den einmal um. Und nehmen eure Spielmarker mit. Midas ist da, Aldan ist nicht da, Abomir ist nicht da. Es ist im Prinzip Mendarion auch nicht da. Das Zulaminsche Würfelglück. Ja, und ich hatte extra Inni gewürfelt. Tempt euch. Mit Mendarion meinst du? Ja. Entschuldigung. Ich benutze eine Aktion, um den Acceleratus auszulösen, und ich benutze eine freie Aktion, um den Armatrotz auszulösen. Gut. Und damit steigt meine Initiative auf 34. Da kommt aber noch was aus dem Säbel dazu. 35. Moment. Dann schaue ich mal auf Paligans Werte, denn er würfelt selbstverständlich auch einen W6 und dann ist er auf Tier 3 plus. Er hat leider seinen Mantel nicht mehr mit einem W20 Rüstungsschutz jede Runde zusätzlich. Den hat Midas ihm gestohlen. 23. Ups. Dann nehme ich die 3 auch für alle anderen. Ich glaube, die Homeria sind aber auch alle sehr viel weiter unten. Die haben eine Initiative von 9 bzw. 11. Dann gehe ich mit den Homerian von 11 plus 3, 14. Bonga, was hast du für eine Inni? Ich habe eine Inni von 24. 24, da bist du. Und Yalan? Du versuchst gerade noch rauszufinden, 21. 21, stimmt sie. Stimmt sie nicht? Wo habe ich ihn? Ach, da ist er. Wir beginnen mit der 14, die Homeria. Die stürmen auf Oronga nicht zu, sondern auf Yalan. 1, 2, 3, 3 auf Yalan. Oh, ich wollte einen Bannstrahl auf 10 Ziele ansagen. Ja. Du kannst ja auch vorziehen. Ronga, du hast doch jetzt einen pervertierten Homeria angegriffen. Ich zieh vor, ich rufe dem Neuankömmlichen zu, kümmere dich um die hier. Und laufe weiter zum Herz. Wow. Wie weit komme ich, bis ich von irgendeinem Tentakel oder so angegriffen werden? Theoretisch hätte ich sogar die Möglichkeit zum Sturmangriff. Ja, dann machen die einen Sturmangriff, warum nicht? Also um die Kurve ist immer schwierig, aber du hast ja genug Anlaufzeit. Ja, okay. Du kannst auch im Prinzip, kannst du dann hier gerade und dann springst du da mal rüber, runter und dann fällst du ja, auf 2 Meter runter und so, aber im Prinzip... Ja, das würde ich machen. Das klingt gut, dann mache ich auch eine Körperbeherrschungsprobe. Mir war nur nicht sicher, ob das hier Wände sind. Nee, da geht es hier nach unten, aber du solltest nicht über den Splitter rüberspringen. Das solltest du nicht tun, sondern hier eben an der anderen Seite. Ja, das klingt zumindest erstmal sinnvoll. Körperbeherrschung ist... Ja, da kannst du dann deine Schadenspunkte rausziehen, passt, und dann kannst du den Sturmangriff würfeln auf das Archenherz mit dem modifizierten Eisschwert für doppelten Schaden an Agrimod Charybdorot. Dann haben wir dich auf der 24. 20. Oh. Hast du deinen Schicksalspunkt? Ja, ich habe noch einen Schicksalspunkt, genau Glück, für solche Dinge. Ich habe auch noch Glück, das habe ich aber noch nicht auswürfelt. Dann würfeln wir mal Glück aus. Mhm. Denke. 5, okay. Ja, das ist großartig. Ein Glück ein von Punkt zwei Glück. Aus. Und eins. Das ist doch. Das ist sogar. Ja, das ist kritisch mit einer plus 4. Noch kritisch, ja. Kann man ein Archenherz kritten? Selbstverständlich kannst du das Archenherz kritten. Klar. Warum denn nicht? Dämonen kann man auch nicht kritten. So, ich kriege eine plus 4 durch den Sturmangriff per se und ich habe eine GS von 7 right now, momentan, durch Rüstung. Das heißt. Also nochmal 4 Schaden oben drauf. Ist das plus 8.
Ist jetzt nicht so super viel. Hättest du ruhig eine Ansage reinmachen können. 6 gewürfelt, Junge. Vergessen wir nicht, dass das erstmal verdoppelt wird durch den Crit, ne? Ja, und durch das Eis zusätzlich. Also einmal durch den Crit verdoppelt auf 48. Wird das dann erst verdoppelt oder nochmal verdoppelt? Oder wird zweimal 100% aufgeschlagen, also es wird verdreifacht? Also im Prinzip müsstest du noch an dem Rüstungsschutz von 8 vorbeischlagen und danach dann verdoppeln, aber das passt schon, das ist alles okay. Wir vervierfachen das, weil es ist ja kein Hammerschlag. Komm, weil's so schön ist, leg ich nochmal einen oben drauf. Es ist ja kein Hammerschlag und es ist ein schöner Wurf, es ist Glück mit dabei, du hast eine 1 gewürfelt, du hast eine 6 gewürfelt. So, das sind 96 Schaden, wir ziehen 8 Punkte Rüstung raus. Herzlichen Glückwunsch. Sind 88 Schadenspunkte. Ich plädiere darauf, dass wir es zu 87 machen, sonst fühlt sich's falsch an. Es können auch 89 sein, ich schenke den einen Punkt, schenke ich euch. Großartig. Verwundbarkeit, Effort Ingrim, elementarer Humus, elementares Wasser. Gut. Du springst, stößt dich von der Balustrade ab, fällst 2 Meter tief, reißt dein Eisschwert zum Stich nach oben und just bevor du mit deinen Füßen auf der unteren Oberfläche auftrittst, katapultierst du deine gesamte Energie in das Herz, stichst hinein, rutscht runter und reißt ein großes Teil dieses Humus-Wasser-Dinges auf. Du siehst, wie Unwasser dir entgegenspritzt. Es ist heiß, es stinkt, es hüllt dich wie Öl ein und du bekommst. Gib mir mal 2 bis 6 Schadenspunkte für dich selbst. Ja, ich werde in letzter Zeit so viel von Sachen, die ich aufstelle, vollgespritzt. Sehr gut. 11. Ja, das war 11. Und dann bekommst Hilft du mein Eisrüstungsschutz gegen. Eisrüstungsschutz? Nee. Nee. Das hüllt deinen gesamten Körper. Okay. Der Eisrüstungsschatz ja auch. Aber gut. Ich hab noch gut LEB. Ja, du wirst eingehüllt von den stinkenden Brocken, die an dir hinabfließen. Und du siehst tatsächlich, wie die Wundränder auch zufrieren. Also ziemlich schnell wieder. Es ist nicht so, dass es Narbengewebe ist, sondern das ist wirklich elementarer Eisschaden, der eben noch schlimmer ist für das Ding. Und die Archenkönigin heult entsetzt auf. Dann, das war die 24. Wir gehen weiter auf die 14. Die Humeria sind dran. Einer hat einen Angriff auf Ronga angesetzt. Der stürmt hier hinterher. Und wie viel GS hat er denn? Auf Jalan. GS. Ich glaube, Humeria sind eher an Land und im Wasser 6. Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, Humeria sind eher zahme Zeitgenossen. Ja, also das waren 9 Meter, glaube ich, das passt dann schon. Dann ist er die hergestürmt mit 9 Meter. Wie viel Schaden machen die Jungs denn so? Möchtest du mir das verraten? Also, sie haben. Einer hat eine Schere, einer eine Hellebarde und einer eine Axt. So, ein W plus irgendwas. Ich muss übrigens nochmal einwenden. Nee, passt nicht schon so. Er hat eine Ansage gemacht als Angriff. Die kann er jetzt nicht in Sprinten umwandeln. Das heißt, er kann nur 3 Meter gehen. Ja, schon. Plus 2 freie Aktionen, also 5 Meter. Er hat einen Sturmangriff auf dich angesagt und den macht er jetzt die halt hinterher. Das ist ein Das ist. So, also, Schere, Hellebarde, Humeriax. Du willst die Axt abwehren. Das sag ich dir. Ist hier irgendwas drin, was 2W plus irgendwas macht? Weil ansonsten würde ich mich jetzt hier nämlich einfach 5 Runden hinstellen Alle machen 2W. Oh, ansonsten hätte ich mich hier 5 Runden hingestellt und Liturgie gemacht. Aber nein, gut. Ich habe 3 Aktionen, so 3-mal entwaffnen aus der Parade, bitte. Gut, dann greife ich dich erstmal an und zwar auf die 14. und das ist ein Sturmangriff, also auf die 10. Ja, warte, sorry, ich kann die Scheren-Dudes natürlich nicht entwaffnen, die möchte ich dann gerne gegenhalten. Sie haben es alle nicht geschafft. Ich würfel einfach mal 3W20, weil ich weiß gar nicht, wie der Schwernis zu entwaffnen aus der PA ist. Das ist allesamt gelungen. Sie dürfen KK-Proben machen. Hast du? Okay. Achso, der lag eben nur 20. Nee, sonst. Steht dabei, dass da explizit keine gelungene Attacke voraussetzt. Nein, weil die meisten dieser nicht. Sachen gelingen, setzen nicht, eine ich weiß. Gelungene Attacke voraus. Ja, aber in dem Fall ist es sowieso egal, dann müssen gegen. Okay, tun wir einfach so, dass ich die alle drei gegengehalten. Du hast 3 Aktionen, ist das richtig? Ja. Waffenmeister. Durch den Waffenmeister, ja, okay. Ich bin mir sicher, da ist auch irgendeiner. Achso, ich habe alle drei nicht getroffen.
Ja, dann habe ich sie halt stattdessen gegengehalten, weil sie würfeln den ersten Wein, schreite ich. Ja, das sind ja sowieso natürliche Waffen, die willst du ja nicht entwaffnen. Nicht die Axt. Das kommt ja auch selber raus. Dann hast du sie gegengehalten. Ja, dann mache ich einfach dreimal Damage und dann gucken wir nach. Keine Sorge, ist nur ein Nachtwind. Ja, 15. Komm. Ja, da kommen halt noch 3 Punkte drauf wegen der Ringe S. Auch richtig, das ist ein Auflaufen. Die kriegen ihre ganze Ansage obendrauf. Auf 4 plus 3, 7 nochmal obendrauf auf jeden. 7 nochmal drauf. Sturmangriffe, ich hab's vergessen. Wir haben Rüstungsschutz von 6, also nur einen drauf. Das sind 13, das sind 16 und nochmal 13 Schaden. Das riecht für mich nach Wunden. Das muss ich jetzt kurz einmal nachgucken. Die haben. In Konstitution, Lebenspunkte 43, Magieresistenz 6, GS 3, Rüstungsschutz ist 6. Ja, ich gebe denen eine Runde. Ja, klar, bei 13 SP ist es eine Runde. Dann, ich würfel mal Zonen. 17, 5 und 6. Da ist ein Torso, so 2W6 extra für den Jungen. 1W6 extra. Sorry, ja, du hast recht. Nehmen wir die 5, weil hier das erste Würfel ist. Richtig. 5 extra. Gut, das waren die Humeria auf der 14, dann ist die 21 Jalan. Ich kann das den ganzen Tag. Darion Paligan, der muss jetzt und der würde dich gerne finden. Und zwar sagt er an, jetzt muss ich gerade seine Werte gucken. Darion Paligan, der Heptarch der Meere. Ich fange an mit einer Finte 6. Macht er Attacke Parade? Attacke Parade, ja. Okay, dann würde ich gerne einmal angreifen, bevor er angreifen kann. Alles klar. Die 4 schreibe ich mir auf als seinen Angriff. Mache mal einen 4er Wuchtschlag und gehe an ihn ran mit freien Aktionen. Das sollte reichen. Ja, also wir können dich auf alle Fälle anziehen. Dann steht ihr in einem kleinen Duellkreis. 4er Wuchtschlag. Er würde ganz gerne entwaffnen aus der Parade machen. Das ist das, was Jalan eben, glaube ich, versucht hatte, ne? Ja. Erschwert um 8. Erschwert um 8, Waffen plus 4. Plus Ansage, okay, Waffenmeister noch plus 4. Das ist im Prinzip gelungen. Jetzt darfst du, glaube ich, eine KK-Probe machen. Schwert um 8 Punkte. Warte, sorry, ich bin entwaffnen aus der Attacke. Aber entwaffnen aus der Parade. Ja, das ist fast so ähnlich. Kannst schauen, ob das. Hast du schon mal also, du kannst schon mal KK würfeln. Okay, ja, einfach KK um 8. Um 8 Punkte? Erschwert, ja. Ja, okay, dann ist das nicht gelungen. Schippen? Ich meine, die Chancen sind schlecht. Die Chancen sind schlecht, ja. Ich schau erstmal, ob ich Glück habe. Du hast den Vorteil Glück jetzt gekauft, ne? Für nein, sie hat den Ring. Ring, ja. Ich habe Glück. Einmal. Zweimal, das ist eine 3, also eine 4 minus 1 sind. Hast du einmal Glück? Ja. So, ist jetzt die Frage, was willst du neu würfeln? Es ist wahrscheinlich. Um wie viel war denn sein Wurf erschwert? Um 4 nur, weil er einen Waffenmeister hat. Das ist beides ziemlich blöd, aber ich glaube, wenn er neu würfelt, sind die Chancen besser. Weil ich habe nur KK12 und wenn das um 8 erschwert ist. Das ist richtig. Dann du kannst dein Schicksalspunkt auch verbrennen. Ich würfel 9. 9 ist geschafft. Dann ist das so. Du kannst dein Schicksalspunkt verbrennen für irgendeine große Tat. Dran auf 10 Ziele. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon eine große Tat ist. Dann kann dir empfehlen, einen elementaren Meister zu beschwören. Das habe ich gemacht. Verhakt er mit Yamash Akvam. Hält es etwas seltsam, aber verhakt mit irgendwelchen Widerhaken dein Raya-Säbel in Yamash Akvam, dreht einmal und reißt ihn dir aus der Hand. Mhm. Du hast noch einen zweiten, ne? Mhm. Gut. Dann war das deine erste Aktion.
Außerdem müsste da, wo Midas dann verschwunden ist, auch noch sein Reitersäbel liegen. Ja, als zu, genau an der Stelle. Ja, du glaubst ehrlich, Fex lässt was zurück? Ja, war mindere Qualität. Du hast noch eine zweite oder du kannst auch abwarten, sonst kommt erstmal seine. Ja, er wollte ja angreifen, oder? Genau, das hat er auch getan mit der 4. Das war ein Finte 6 war das. Ja, dann pariere ich das wohl. Das ist nicht gelungen. Warte, ich habe noch eine 2er Erleichterung aus dem Acceleratus. Ja, damit sollte es reichen. Dann hast du Glück. Dann parierst du mit deinem zweiten Reitersäbel, Jambisch Aqua, und kannst ganz kurz zwischen dem tödlich geführten Schlag wegtauchen. Er hat noch eine dritte Aktion. Hast du die auch? Ich glaube ja, ne? Ja, ich habe 3 Aktionen, aber das hängt wahrscheinlich mit BHK zusammen, oder? Wenn du die nicht extra gekauft hast, hängt das mit BHK zusammen und dann. Doch, ich habe die extra gekauft. Leonard, du hast die Aufwertung der BHK-Aktion in einer ganzen Aktion gekauft. Das kann auch richtig sein. Ich habe eine reguläre dritte Aktion, wenn das die Frage ist. Ja. Gut, na dann. Dann, er greift an. Möchtest du parieren? Möchtest du selbst angreifen? Parieren? Mhm. Er macht wieder eine Finte. Finte 6. Oh, Sekt. Und das ist noch besser gelungen. Gut. Das war die Kampfrunde 23. Du hast nicht die reguläre dritte Aktion gekauft, du hast die Aufwertung der BHK2-Aktion gekauft. Muss ich doch extra nochmal nachsehen. So, keine Waffe, keine Kekse. Dann freies Ausweichen. Dann lasse ich dir auch die 2 durchgehen, das musst du nicht nochmal neu würfeln. Okay. Dann musst du da nicht nochmal neu würfeln, das passt schon. So, dann ist aber deine 34 ist damit zu und wir sind in der nächsten Kampfrunde. Ich möchte vorziehen. So, Umeria mit der 14, du hast 3 Stück um dich herum. Ich würde gerne den ersten, der schon am meisten Schaden genommen hat, gezielt stechen. Mhm. Umeria sind nicht immun gegen Wunden, wie wir gerade erfahren haben, deswegen geht das. Hey! Ja. Also gehen wir einfach mal und wir gucken hinterher. Das ist auf jeden Fall getroffen. Das sieht sehr gut aus, ja. Normalerweise müsstest du die Kulturkunde, ist es ja nicht. Das ist eine Tierkunde, würde ich eher sagen. Gib mir vorher mal eine Tierkundeprobe. Eine Tierkundeprobe. Sonst durftest du, oder weißt gar nicht. Shit, meine 18. Warte, aber ich habe ihm gerade schon eine Wunde gemacht. Wird das eine Erleichterung, weil ich jetzt weiß, wo ich hinstechen muss? Na gut, dann gebe ich dir eine Erleichterung und damit ist deine Tierkunde auch gelungen. Dann darfst du zustechen, hast du getan, mit der 2 gezielter Stich, denn es wird die er pariert nicht. Rüstung wird umgangen, er kriegt also einfach straight den Schaden. Nee, Umgang. Deswegen ist er auch erschwerend, seine Rüstung drin. Aber ist deiner Schwernis oben. Ja, aber das sind also 14, die er direkt bekommt. Das ist halt bei 30 SP. Das dürften 2, also er kriegt davon eine Wunde, richtig? Er kriegt eine zweite automatisch. Und eine zweite und... Und das ist der Kopf. Ja, sind 2 Wunden am Kopf wert. Im Prinzip hat er schon eine dritte. Dann nehme ich ihn dir raus, passt. Dann... Zustand. Möchten die anderen beiden werden mich angreifen wollen. Ja, sollen sie halt. Gut, so, 14. Ich habe noch 2 Stück, die greifen dich beide an. Gegenhalten. Einer hat zumindest getroffen. Der erste ist gewonnen. Der zweite ist auch gewonnen. Außer sie haben neulich einen Attackewert von 20 entwickelt. Und selbst dann ist gewonnen, weil ich 10 Punkte. Die greifen auf die 14. Okay, sie dürfen ihren halben Schaden anbringen, weil da war ja mal letzte Runde irgendwie vergessen. Ja, der 18 trifft gar nicht. Nur der andere macht einen halben Schaden. Ja, aber der wird vermutlich in meinen 16 Punkten Rüstung hängen bleiben. 16? Ja. So, also wir gucken mal. Der Homeria macht mit seiner Homeria-Axt 2W6 plus 7. Ignoriere den dritten. Upp, kann ich ihn löschen? Sehr gut. Sind 18 Schadenspunkte. 18? Hälfte von 18 gehen nicht durch.
Ach so, ja, weil es halbiert wird und dann an der Rüstung. Oh, ja, aber es könnte ein Kopftreffer sein. Nö. Schade. Auch, ist egal. Gut. Das waren zwei und dann ist es gegenhalten, dann machst du deinen Schaden. Ja, 2x10 Schaden. 2x10 minus 8er Rüstung. Ja, nächste Runde sage ich, den Bandstrahler an, lasse ich mich halt ein bisschen knüppeln, das ist dann so. Gut, das waren die Homerie. Der andere sprintet hinterher und steht in deinem Rücken, Ungar. Ja, kann ich irgendwie... Bin ich vollkommen abgehängt oder kann ich irgendwie Gefahreninstinkt... Du kannst Gefahreninstinkt oder so. Dafür hast du ihn, ja. Du siehst ihn nicht, aber Gefahreninstinkt lasse ich zu, auch wenn hier alles voller Gefahren ist. Kannst dich natürlich auch entscheiden, das Herz weiter zu bearbeiten und vorzuziehen. Vielleicht schaffst du ja nochmal 100 Punkte. Ja, ich habe ungern einen Feind im Rücken. Deswegen stehe ich auch nicht vorne bei mir. Im letzten Augenblick dreht sich Rongra um und reißt das Schwert hoch, seinem heranstürmenden Angreifer entgegenzuhalten. Und das ist mit der 18 geschafft. Du möchtest ihn... ich habe... Willst du gegenhalten? Oder? Habe eine, ja, gegenhalten, sagte ich doch. Ich habe eine Qualität von 2. Von 3. Weil ich noch eine 2er Erschwernis draufkriege durchs Gegenhalten. Eine Qualität von 3. 3, okay. Da ich die höhere Inni habe, habe ich gewonnen. Genau. So ist es. Dann macht er mit seiner Axt 2W6 plus 7. Sind 13. Halbiert. Sind 7. Was hast du für eine Rüstung? Und. Je nachdem wo. Ich habe beispielsweise keinen Helm auf. Torso, da habe ich 5 durch normale Rüstungsschutz, plus 2 durch infallible Wundbarkeitselixier und plus 2 durch den Eis, das heißt 9. Dann kommt nichts durch. So ist es. Und du kriegst dafür 20. Ebenfalls am Torso. Torso. Der war noch unverletzt. 20, Rüstungsschutz abziehen. 14, eine Runde. Okay, das war deine im Prinzip erste und zweite Aktion mit Gefahreninstinkt. Jarlan hat schon. Darion Paligan steht vor Zulamin mit nur einer Waffe. Möchtest du vorziehen? Ja. Was hat er vor? Zweimal zustechen, einmal parieren. Ich muss mich einer Aktion orientieren, weil ich frei ausgewichen bin. Korrekt. Du siehst, wenn du dich orientierst, auf im Prinzip direkt neben dir geht der zweite Säbel, also dein eigenes, unrettbar verloren, aber der von Midas ist noch da. Aber mir den zu schnappen wäre eine Aktion und dann würde ich alle seine Attacken fressen. Damit hättest du aber wieder BHK und könntest einmal noch parieren. Oder einmal parieren und frei ausweichen. Kannst du nicht aber die DK vergrößern? Dann kommst du aber nicht mal in den Säbel. Und dann zwei Fraktionen Schritt machen. Oder die Eidechsenliturgie zählen und einfach ausweichen. Auch das ist eine Aktion. Aber also dann hast du ja noch ein paar freie Aktionen. Orientierung, du steigst wieder auf wie viel? Maximum. Also wenn ich auf das Maximum steige, dann 34 plus 4. 34 plus 4? Achso, durch den Axelaratus. Ja, wie gesagt, du kannst die Waffe versuchen aufzuheben. Nee, warte, ich hatte 1-1 gewürfelt, das heißt, das ist noch höher. Du bist irgendwo bei 40. Das ist schön. Er ist ja wesentlich weiter unten. Na, 40 ist wichtig, weil es gibt noch eine Modellparadeerleichterung und noch eine freie Aktion. Das war jetzt die erste Aktion von dir. Eine hast du noch. Ich möchte ihn einmal gegenhalten. Okay. Dann kommt seine erste Attacke. Du hast gegenhalten. Er sagt wieder eine Finte 6 an. Das ist beim Gegenhalten egal. Aber ja. So, sein Wurf ist geschafft. Und er hat eine Qualität von 24, 4 sind 5.
bekommst aber deine Initiative noch, oder? Genau, wir haben 17 Unterschied. Das heißt, ich mache eine Attacke, die um 17 erleichtert ist. Ich meine, eigentlich ist sie nicht um 17 erleichtert. Du machst eine normale Attacke und vergleicht hinterher eure Punkte. Richtig, richtig. Das ist allerdings geschafft. So, das heißt, du hast es geschafft. Du machst deinen vollen Schaden, er macht seinen halben Schaden. Hattest du den anderen trotz ausgelöst? Seinen viertelten. Wegen meinem Waffenmeister. Ja, gut. Mist. Er hat aber genug Schaden. Er macht 2W6 plus 9. Okay. Du musst nur ein bis drei Runden leben, dann wird alles gut. 18 Viertel. 18 halbe sind 9 und 18 Viertel sind 5. Okay, das geht nirgends durch. Du darfst deinen Schaden machen. Mhm. 3, 7 sind 10. Da sind ja keine Ansagen oder so drin. Er hat keinen Rüstungsschutz. Er hat keinen Korruptorot-Mantel mehr. Im Prinzip könnte er jetzt noch sowas wie so eine alte, ledrige, seine Rüstung tragen, aber nein, hat er nicht. Er hat nur den Korruptorot-Mantel und er ist weg. So, sind 10 Punkte. Lebenspunkte hat er 40. Ich habe Angst davor, was passiert, wenn er merkt, dass er aus der Attacke entwaffnen kann. Er nickt dir gönnerisch zu. Guter Streich. Ein würdiger Gegner, wie mir versprochen wurde. Ja, sie fletscht die Zähne. Das war seine erste Aktion. Du hast keine Aktion mehr übrig, richtig? Das ist korrekt. Dann sticht er gezielt zu. Oh nein. Triff nicht, triff nicht, triff nicht. 7. So, die Erschwernis ist... Ja, er hätte irgendwas 8 mit 4 oder so. 24, warte, warte. Achso, okay, dann ja. 2W6 plus 9. Da hilft es auch nicht, dass ich schwerer zu treffen bin, oder? Nee, nicht bei der Qualität. Okay, ach, dann... Oh, wie hoch ist deine Gesamtrüstung? Warte, wie hoch ist deine Gesamtrüstung? Ha? Da will man vielleicht nochmal frei ausweichen. Wie hoch deine Gesamtrüstung ist? 10 aus dem Armatrutz und dann habe ich aber noch meine normale Rüstung. Ja. Die ist 5 bzw. 6 am Körper, also da kommt es auf die Trefferzone an. Da sind wir bei 16, das ist eine Hälfte eine 8er Erschwernis, plus die 4 für den gezielten Stich, plus die 2 sind eine 14. Boah, was hat er gemacht? Mit 24 Attacke hat er es trotzdem geschafft, sorry. Ja. 21. Ich muss das nochmal zusammenrechnen, also ich habe halt gut gewürfelt. Ja, aber das kam mir konzeptionell sehr knapp vor, deswegen wollte ich nochmal nachschauen. Auf alle Fälle, ja. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass da so viel Rüstung noch zusammenkommt. Nochmal frei ausweichen. Aber dann fängt das ganze Spiel wieder von vorne an. Du musst nur überleben, du musst ihn nicht killen. Okay, dann frei ausweichen. Und zwar ist das, um wie viel erschwert, hattest du eine Finte angesagt? Nee, es ist keine Finte drin. Okay. So gut für ihn, mit der Finte hat er es nicht geschafft. Für mich ist es um 4 erleichtert durch den Acceleratus. 18er ausweichen. Denkst du dir nicht aus, oder? Da steht Mendario neben und denkt sich, boah, das könnte ich auch gern. Oh, warte. Es ist noch eine Erschwernis drin, aber es ist trotzdem komfortabel geschafft. Aber. Also die 4 hebt sich auf durch die Diskantanzklasse. Okay. Ja, dann kann er aber nochmal zustechen. Mhm. Ich überlege. Wait, na, diese Runde nicht mehr. Oder hat er 3 Aktionen? Ja, 3 Aktionen. Er hat 2 Aktionen. Dann, ja. 3 volle Aktionen. Ich mache jetzt, ich mache keinen gezielten Stich, ich mache einen Wuchtschlag. Auf die 24 Vierer Schwernis durchs Umwandeln sind 20. Er macht einen Wuchtschlag 5. Das ist gelungen. Freies Ausweichen? Ich weiche weiter aus. 4 hebt sich auf. Ist gelungen. Ja. Aber verlierst du nicht immer Inni bis nach Map, wenn du frei ausweichst? Ja, 1W6, um genau zu sein. Aber ich kann sie ja nächste Runde wieder reinorientieren. Ja, stimmt, das geht. Boah, das ist aber auch echt ein mieser Kampf, ne? So das hab ich mir nicht notiert. Also ich bin der Meinung, ich verliere 4. Ich glaube immer 4. Machen wir aber 4. Sind von der 40 auf die 36 auf die 32.
dann war Dario und Paligan durch. Ronga, du darfst nicht mehr, du hast auch schon. Dann, nächste Kampfrunde, die Hunde. Ich zähle vor. Ich möchte aufhören, mit meinem Essen zu spielen und die sind, glaube ich, beide gleich halbtot, sagen wir, unteren zweimal gezielt stechen. Ja, die haben beide 13 SP und eine Wunde. Ja. Der eine sogar 5 in der Brust. Waffenmeister ist eine 0. Wie viel Rüstung haben die? 6? 6. Das ist gelungen. Hier kommt der zweite. Der ist definitiv gelungen. Ignoriere den dritten. Ich weiß nicht, warum ich immer 3 kriege. Und zwar ist das in den Torso. Autsch! Muss ich jetzt 2v6 extra Damage rauswürfeln, oder? Nein, ich setze ihn ja schon auf tot. Und dann... Der andere Schritt... Jetzt 2 freie Aktionen Schritt. Er darf mich angreifen, ich habe ja noch die Parade. Ich wollte kurz sagen. Actually, no, ich möchte... 1, 1. Ich möchte... 1, okay. Und es dann versuche ich mal zu bestätigen. 18, nicht bestätigt. Parieren wir. Deswegen geschwört. Ja, ist halbiert. Weil, okay, ist nicht bestätigt. Warum? Halbe Parade, trotzdem. Halbe Parade, warum? Aber ja, kein doppelter Schaden. Glückliche Attacke ist halbe Parade. Achso, was ist das so? Okay, ich hatte das anders im Kopf. Dann gib mir Schaden. 2W6 plus 8 waren das, glaube ich. Nee, plus 6. Ich muss gucken. 2W6 plus 7. Durch 6er Rüstung. Warum muss ich auf manche dieser Dinger doppelklicken und auf andere nicht? Egal, weiter im Text. Gut, kein Schaden. 16. Ja, okay, gut. Das war meine Humeria mit der 14. Der bei Ronga darf noch. Der greift nicht den Rücken an. Ja, da ziehe ich mal vor. Ja. Das ist eine Bestie und Ronga weiß, wie man mit Bestien umgeht. Sie wird festgenagelt. Ah, okay. Ich sag mir eine Ansage plus 6 ein. Kannst du mit dem Schwert festnageln? Also kann ich. Ja, indem ich mir das mit dem Anderthalbhänder freigeschaltet habe. Ah, cool. Weiß ich noch. Ich sag mir eine 6er Ansage an und das ist gelungen. Er darf natürlich versuchen zu parieren, sofern er möchte, und das nicht weiter erschwert. Nee, er pariert nicht. Er greift dich an. Okay. Dann machen wir erstmal eine vergleichende Gewandtheitsprobe, denn ich muss ihn dafür zu Boden stießen. Das ist mit im Manöver mit drin. Ich die vorher angesagte 6 Punkte darf ich damit im 1:3 Satz als Erleichterung mit reinnehmen. Und das tue ich auch. Ich erleichtere mir diesmal die Probe um 6 Punkte. Das kostet mich 2 Punkte. Gewandtheit. Gewandtheit hat er nicht. Körperkraft hat er, Gewandtheit nicht. Ja, zu Körperkraft kommen wir gleich. So, erstmal fällt er ja zu Boden. Jetzt würfel ich meine Gewandheitsprobe. So ist es. Ja. 7. Kannst du 8? Nein, 8 Punkte kann ich nicht. Nee. Dann liegt er jetzt am Boden. Und jetzt machen wir eine vergleichende Körperkraftsprobe. Erstmal kriegt er überhaupt den Schaden. Der geht durch, denn... Ja. Er hat ja nicht pariert, damit 15 Schaden. Und wo er festgenagelt ist, im rechten Bein. Und jetzt noch vergleichende Körperkraftprobe. So ist es, vergleichende Körperkraftprobe. Ich zeig mir wieder 2 Punkte mit rein, um mir das um 6 zu erleichtern. Also er ist sowieso schon tot, aber ich wollte doch ganz gerne mal würfeln. Ach so, okay. Ja, ich habe eine Qualität von 19. Ja. Er ist tot. Du spießt ihn auf, stichst durch seinen Panzer hindurch mit dem Eisschwert, kommst auf der anderen Seite wieder raus, ziehst wieder nach oben und kannst dich jetzt dem Herzen widmen, das jetzt aber auch nach dir peitscht. Aber nur mit 2 Tentakel. Einer trifft, ein Tentakel trifft. Darfst Schaden machen? Die Greifarme machen 1W6 plus 7. Das sind 13. Gefällig. Du kannst noch parieren? Nein, kannst du nicht, weil du auch mit dem Rücken zu ihm stehst. Nein, kann ich nicht. Mhm. So, das waren die 14 mit den Homerian. Jetzt kommt Yalan. Du hast zugeschlagen. Darion. Ich meine, ich geh zwar Fraktionen Schritt, weil ich hab's ja. Mhm. Kannst du? Das bewegt mich nicht mehr aus der DK heraus. Zustechen und ja, vielleicht einmal parieren. Ja, einmal parieren. Suleiman, okay. Möchtest du vorziehen? Ja, möchte ich. Ich orientiere mich wieder. Ich habe gerade geschaut, was tatsächlich mein Maximum ist. Mein tatsächliches Maximum ist 45. Ja. Und jetzt alle. Widerlich. Und dann schaue ich, dass ich den Säbel kriege. Den von Midas. Sehr gut.
Du hast dich eine Aktion orientiert, dann bist du auf der 45. Dann kannst du zugreifen, dann bist du vier Aktionen später immer noch vor ihm dran. Damit hast du wieder deine nächste dritte Aktion freigeschaltet, weil du jetzt wieder im BHK bist und kannst jetzt noch eine letzte Aktion irgendwas anderes machen. Weil ich den Säbel wieder habe. Weil du jetzt den Säbel wieder hast von Midas. Gib mir mal eine Fingerfertigkeit. Ich glaube GE, oder? Oder ist es Fingerfertigkeit? Aufnahme müsste GE sein. GE? Ja, dann gib mir eine GE-Probe. 15 von 16. Fex Willis. Du greifst zu, rollst dich einmal ab, tauchst unter ihm hindurch und dann. Ja, eure Position hat sich ein bisschen verändert. Eine Aktion hast du noch. Okay, dann würde ich eine seiner Attacken gegenhalten. Gegenhalten, gut. Er macht gezielter Stich. Jo. 8. Getroffen. Seine Qualität ist 24 minus gezielter Stich sind 4, ne? Achso, und sein, ja, jetzt kommt diese ganzen blöden Rüstungssachen dazu wieder. 4 und 8 für die Rüstung, 12 und nochmal die 2 für den zulassenden Gesundheitsschmerz von 14. Aufgrund der Initiative müssen wir das gar nicht bestimmt, denn er hat es damit geschafft. Und du hast deine Probe auch geschafft mit der 11. Aber wie viele Punkte den Schaden hat er übrig? Ich weiß den Schaden macht er trotzdem. Bitte? Bei der 24er Attacke hat er 16 Punkte übrig, 14 erschwert, er hat noch 2. Er ist auf die 22, wenn wir mit der 7 auf die 21 waren. Du hast das Gegenhalten gewonnen. Du machst deinen ganzen Schaden, er macht seinen halben Schaden, aber gezielt. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass derjenige, der das Gegenhalten gewinnt, negiert gezielter Stich. Ist das ja. So? Ja, alle Manöver werden richtig, Gegenhalten hebt Manöver auf. Okay, dann mache ich aber den normalen. Ja, okay. Wuchtschlag wird nicht aufgehoben. Aber dann ist nicht? Dann ist die Qualität von mir ja wieder egal. Also jetzt. Also du bekommst nicht die Auswirkung von gezielter Stich, weil da ich das muss ich aber auch nicht da muss ich auch nicht deine halbe Rüstung durchstechen, wenn du jetzt Gegenhalten. Nee, das kommt, weil ich das Gegenhalten gewonnen habe. Ich weiß nicht, wie die Formulierung genau ist. Wenn sie das Gegenhalten verliert, geht der gezielte Stich durch und sie kriegt den vollen Schaden. Genau. Aber es wird jetzt trotzdem von meiner Qualität abgezogen? Ja, klar. Es wird erst verglichen und dann bestimmt, wer das Gegenhalten gewonnen hat. Und dann erst wird die Reduktion im Schaden und das Aufheben der Manöver angewandt. Gut. Ich bin mir sicher, harte Schade hat er ganz interessante Flyer zu. Und ich glaube, die 8 Schaden überlebt er auch. Die 8 Schaden überlebt er, die nimmt er ja. Sind minus 8 nochmal. Und er macht halbierten Schaden, 2W6 plus 9. Was halt immer noch eine ganze 14. Menge ist. Ich möchte angemerkt haben, dass der MVP dieses Kampfes Serpentilio mit dem Armatrotz Artefakt ist. Danke, so, ja. Serpentilio. Das war seine erste Aktion. Das waren 14, oder? Wird nochmal halbiert, dann sind wir bei 7, geht nicht durch. Ja, 14. Das war seine erste Aktion, jetzt hat er noch 2. Mhm. Er ist wütend. Hör ich auch. Er macht Entwaffnen aus dem Angriff. 19, gerade so. Das schafft. Ist erschwert um 4 für das Manöver, um 2 erschwert um 6, 19, ist nicht geschafft. Das ist nicht geschafft. Wieso um 2? Acceleratus. Warte, sorry. Die kann gar nicht parieren. Warte, Jamel, Acceleratus ist besser als ich. Ja, das ist auch nicht erschwert, das wird ihr Parade erreicht. Die Parade, genau. Aber wenn ich ausweiche, will er mich dann entwaffnen. Dann ist nur sehr die Frage, ob ich es schaffe auszuweichen, oder? Deswegen ist sie ja entwaffnen aus der Attacke. Ja. Aber du hast recht, ist tatsächlich geschafft. Ich hatte die 2 erschweren, das fälschlicherweise eingerechnet. Dann müsstest du jetzt frei ausweichen. Mhm. Die 8. Sag mal nicht zu einem Würfel, das nur. Ja, das sollte gelungen sein. Oh Mann, ey. Ah, ich mach das nochmal. Kann er frei umwandeln? Ja, klar. Guck dir mal seine Initiative an und sein. Also. Wenn er einen Waffenmeister hat, wird er wohl auch in der Lage sein, frei umzuwandeln, weil er Kampfgespür hat. So, ich greife auf die 24 an. Ich krieg jetzt minus 4 durch das Umwandeln. Ich habe einen Waffenmeister, der mir eine 4er gibt, dann bin ich auf der 16. Und ich werde mir zusätzlich ein Entwaffnen aus der Attacke und
nochmal plus 4er Finte für dein Ausweichen. Dann laufe ich auf die 12 an. Schafft er nicht. Schafft er nicht. Nächste Kampfrunde. Die Humeria 14. Ich möchte natürlich vorziehen. Und den Typen zweimal. Erstmal einmal und dann gucken wir, wie es weitergeht. Gezielt stechen. Faramud eben Benheim an. Also so tot zusammen. Oh nein. Das ist der Torso mit dem Extraschaden. Haut ihn das um. Hier. Hat er schon Schaden bekommen. Ja, okay. Dann habe ich nämlich noch zwei Aktionen. Größe, Zustand, Tod. Dann eine Aktion Bewegung. In den Raum hinein und die letzte verfällt, weil sie eine Waffenaktion ist. Gut. Und ich jetzt nicht unbedingt mein Schwert werfen wollte. Auf wen? Auf Palliger? Ich sagte ja nicht. Unehrenhaft. Hallo, Praios. Nicht Praios und Fex, nicht Rondra. 21 Jahre ist fertig, die Humeria, der ist auch tot. Dann habe ich keine mehr. Palliger ist dran. Zwei Attacken, eine Parade. Möchte Zulamin vorziehen. Ja, möchte sie und sie muss sich wieder orientieren. Muss er auch. Beziehungsweise er sticht nochmal zu. Ich steche einmal zu, um meine Erschwernis abzubauen. 13, ist es gelungen. Du kannst das. Da war keine Ansage drin, oder? Da war keine Ansage drin, nee, das war einfach nur ein Stich, der hat getroffen, um die Ansage als abzubauen. Kannst du in einem Armatrotz natürlich auch versuchen, das abfüllen zu lassen, ne? Warte, ich versuche das gerade zu sortieren. Das war seine erste Aktion, ich hatte auch meine erste Aktion. Genau. 3, 2, 1. Gegenhalten. 8, dann hast du 45 minus 8. Hast du gelungen. Dann macht er nur den halben Schaden. Wow. Macht er bei dir gar nichts und du machst wieder 10. Wie gut, dass er keine Rüstung trägt. Ich bin dafür, wenn man Doppel-1 würfelt, soll es in Wahrheit wie eine 12 zählen. Pasch ist nochmal würfeln. Wie beim Horusat. Nur für Waffen. Gut. Das war die erste Aktion. Du hast gegengehalten, hast auch deine zweite Aktion schon gemacht. Er lässt sich eine Parade auffüllen und wird jetzt gezielt zustechen wieder. Gezielt und Finte 4. Na bitte. Gegenhalten. Oh, dieses Gegenhalten, dass du dann meinen gezielten Stich wieder kaputt machst, das ist so ekelhaft. Ja, das ist das Ziel. Wir haben lange und hart diesen Kampfstil gebaut. Der ist absolut idiotensicher. Finde ich nicht. Ich finde, gegenhalten ist ein durchaus komplexes Manöver. Nicht die Art von idiotensicher. Ja. Du hast... Ich habe noch eine 2er Erleichterung drin. Dann ja, ist ich habe aber eine Finte, ich hatte eine Finte 4 noch drin. Ich glaube, du verlierst doch schon 20 Punkte aus Saini, oder nicht? Nee, das ist keine. Das ist für den hinterher vom Vergleich. Wenn es das Manöver gar nicht ist, schafft er nicht hinfällig. Ach so, okay. Aber die Attacke ist geschafft. Sicher? Ja, mit einer 4er Finte ist die doch geschafft. Hast du dir die Erschwernis des Gegenhalten weggeworfen, Meister? Weil ansonsten war es Gegenhalt um 4 erschwert, muss man da denken. Okay, dann haben wir haben 16. Plus 8, das ist um einen Punkt daneben. Ja, ich schaff das. Du hast deinen Schicksalspunkt noch, ne? Ja, sie ist ja irgendwie mit Glück und Chip und Segen ausgestattet. Und Armatrotz. 11. Aber dein Schicksalspunkt ist weg. Ach. Keine Sorge, du musst das nur noch 4-5 Runden durchhalten, dann ist sie am Boden. Was ist das? Es ist Yalan mit einem Klapp-Weihrauchschwenker. Wolltest du nicht die Lanze noch holen? Ja, Welfrost, die hat mich ja nicht gelassen. Er hat eine 6 gewürfelt, du hast eine 11 gewürfelt. Okay, dann vergleichen wir jetzt. Durch den Vergleich hast du gewonnen. Er macht nur wieder seine 2W6 plus 9. Das sind nur 18.
Ohne den Armatrutz wäre sie halt hart gekniffen, weil 2W6 plus 9 dich durch den Chip-Damage einfach unter unten ziehen. Wie lange hält der Armatrutz eigentlich noch, Jamal? Er verbrennt seinen Schicksalspunkt und bleibt stehen. 25 Aktionen. Hat er echt keine Lebenspunkte mehr? Nee, er war bei 40. Er hat ja noch seinen glorreichen Rüstungsschutz, aber Midas. Midas und Serpentilio machen hier eigentlich das Ding. Ich höre nur Mimimi. So. Er ist wütend. Das war. Ich glaube, eine Aktion hat er sogar noch und du nicht. Ja, so war das. Todesstoß. Todesstoß ist eine 8. Er ist bei 24 minus 8. Finte mit rein? Nee, er ist ja auf der 24 minus, das ist nur noch 20. 24 minus 10 im Übrigen, weil Acceleratus. Nee, sorry, ich vergesse das jetzt mal wieder, um Himmels Willen. Es ist Todesstoß. Zweier Erschwernis kommt noch aus dem Accelerator. Ich gebe mir einen Todesstoß, aber warte, ich habe den Schicksalspunkt nur verbrannt, ich habe ihn noch nicht ausgegeben. Ich werde. Das hättest du uns nicht durchgehen lassen. Das hätte ich euch auch nicht durchgehen lassen, aber er ist Darion Paligan, er ist der Endgegner. Er hat ihn noch nicht ausgegeben, hat ihn nur verbrannt. Ich würfel jetzt und ich würfel auf die 12. 7. Das ist ein Treffer. Das ist ein Treffer. Preis ausweichen? Ja. Langsam zieht's deine Inni runter. Die Erschwernis, ja, ich hole sie ja immer wieder hoch. Die Erschwernis kommt ja aus. Distanzklasse, 4 Punkte. Bei freiem Ausweichen weniger, das sind tatsächlich nur 2. Kein Problem. Ja, würfel die 8 nochmal neu. Das ist nicht so wirklich glorreich, aber. Oh, oh Gott! Oh. Es tut mir so leid, Solamine. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Da kommt ich hab fast gesagt, patzen kann sie immer. Was ist mit der Zweier Erleichterung? Hilft die 20 ist egal, 20 ist 20 nicht, oder? 20 würfel die 4 mal nochmal neu. Wieso würfel die 4 nochmal neu? Nee, nee. 20 ist 20. Werden. Ja, Todesstoß. Mit 2W plus 9. Das sind, glaube ich, nur 16, ne? Aber Todesstoß macht 2 Wunden. 3 Wunden. In den Torso. 2 Wunden automatisch plus gesenkte Wundschwelle und 2 Punkte. Wie viel Schaden hast du gemacht? Nur 16. Du umgehst meine normale Rüstung? Ich glaube ja. Man kann. Oh, ja, warte, ja. Warte, warte. War das nicht der Bullshit beim Todesstoß? Warte, es kann sein, dass es andersrum war. Das müssten wir uns mal angucken. Also gezielter Stich, ja. Bei Todesstoß weiß ich es gerade nicht. Hat man jemand WDS offen? Ich hab's schon offen, ich will noch mal lesen. Gehen auf jeden Fall durch den Armatur. Bei der Ermittlung der Schadenspunkte wird die Rüstung nicht jedoch natürlicher RS ignoriert. Mhm, gut. Dann also nur ist dein Armatrutz natürlicher RS? Ja, der Armatrutz ist natürlicher RS. Ja, okay, dann darfst du 10 Punkte abziehen. Dann kriegst du vermutlich keine dritte Wunde. Dann bleiben nur 6 Schaden übrig. Okay, du kriegst trotzdem 2 Autowunden in Torso. Also nochmal 2 Schaden. Ja. Meine Wundschwelle ist auch noch erhöht. Das ist egal, du kriegst die 2 Autowunden vom Todesstoß. Todesstoß, ja. Das keine dritte. Richtig, das heißt, du stirbst jetzt nicht. Wo hast du noch dein Leben? Und wo ist richtig? 2W6 extra Schaden. Kopf jetzt. Komm, würfel den Kopf. Ich hab doch schon eine Zone gegeben. Torso liegt schon. Aber? 2W6 Schadenspunkte zusätzlich. Mach du selber. Komm, ich mach einfach mal, damit es jetzt voraus geht. 4. Ich habe noch eine Frage, weil ich bin mit dem natürlichen Rüstschutz bin ich ja nochmal 2 höher wegen dem Unverwundbarkeitselixier. Das heißt, 12 gehen ab. Wie viel Schaden kriege ich dann noch? Dann kriegst du 4. 16, 4. Und dann hast du nochmal 4 ausgewürfelt, also 8 Schaden. Genau, trotzdem 2. Los, jetzt eine Selbstbeherrschungsprobe erschwert um erstmal 0 Punkte. Für den Wundschmerz. Theoretisch. Okay, und dann nochmal eine Erschwertung 8. Für die Wunden. Richtig, weil ansonsten kriegt ihr Abzüge. Gut, aber Schmerz unterdrücken ist ja das Wichtigere, weil du sonst umfällst und tot, also totgeschlagen. Ja, aber das deswegen, wenn du halt keinen Schaden machst, ist das nicht so kritisch. Das ist richtig, ja. Ich möchte das Mirakeln. Nur für die Zukunft, Frost, die Todesstoß verbraucht 2 Aktionen. Mirakel kostet dir dich eine Aktion, ne? Ja. Du hast keine Aktionen mehr. Danke, Schoko. Okay. Ja. Würfel. Das heißt, das ging gar nicht?
Selbstbeherrschung um 8, Würfel. Vestarion Paligan, er hat sich das gewaffenmeistert, wie auch immer. Okay, dann erhältst du keine Abzüge aus deinen Wunden bis zum Ende des Kampfes. Und gut, danach ist egal. Dann sind wir mit der 23 fertig. Ronka, 24. Ja, wenn wir schon mal direkt vorm Herzen, ne? Das hat mich eben nochmal so schön angegriffen. Werde ich einfach. Weiß nicht. Scheint es irgendeinen sinnvollen Nutzen zu haben, diese Tentakel anzugreifen, oder scheinen die sich zu regenerieren? Ich habe regenerieren tun sie sich nicht. Du würdest damit seine Angriffe eben vermindern, aber es sind echt wirklich viele Greifarme und Ranken und Äste, also solltest tatsächlich okay. Weiter Schaden auf dem Herz machen, wäre jetzt so deine Einschätzung. Dann wandle ich offensiv um. Ich kann leider nur zweimal angreifen, denn ich habe nur zwei Aktionen. Ich meine, das. Vielleicht ist es keine gute Idee, aber ich halte mal das Schwert, das Herz nieder. Was heißt nieder? Festnageln. Festnageln. Kannst du etwas festnageln, was nicht umfallen kann? Du willst ja nur an der gleichen Stelle halten. Er pinnt es dann fest. Mal schauen, ob es Wunden kriegen kann. Ja, ist ja technisch gesehen ein Herztreffer. Ich glaube, da sind Autowunden drin. Mach einfach mal einen Angriff. Ich mach wieder ein 6er Erschwernis. Habe ich jetzt nicht eingetragen. Aber falls ich die Punkte aus irgendeinem Grund brauchen sollte, vielleicht hat es ja eine Körperkraft. Ich glaube, eine Gewandtheit muss ich nicht würfeln. 15 mal 2 sind 30. Die Eichenkönigin guckt dich hier aus ihren Blutaugen an und haut mit ihren Ranken und Essen weiter auf dich zu. Ich hatte diese Runde noch nicht gewürfelt, ne? Zwei Stück. Einer trifft, sind 1W6 plus 7, sind wieder 13. Oh, langsam echt weh. Ich hab nicht mehr so viel LE. Wie viele Lebenspunkte hast du, ne? Also, nachdem hier jetzt, 7. 7 noch? Okay. 7. Der Trick ist, dass wir nicht die Arche umbringen, sondern wir nehmen das Schwert und bringen es damit um. Orientieren. So, Ronga ist fertig. Nächste Kampfrunde. 14, meine Homelia. Ich möchte vorziehen. Ja, dann 21. Du bist ganz unten, du ziehst nichts vor. Was? Oh, du hast... Ich war nach der Homelia gewohnt. Möchte jemand vor mir vorziehen? Ja, das kommt drauf an, was du tust. Willst du Sturm angreifen? Nein, ich möchte in den Raum treten und eine Liturgie wirken. Okay, dann... Darion Paligan greift zu der Mitte. Zwei Angriffe und eine Parade. Also Frosty, du hast auch viel Homeria, ne? Ach, die anderen, ja, stimmt. Dann machen die... Vor denen möchte ich dann doch gern vorziehen. Ja, das darfst du. Greifen da aber noch nicht in den Raum an. Okay, sagen wir, Erschwernis auf eine Liturgie. Du kannst, namenlose Tage, Unheiligtum, in Anwesenheit von vielen Ketzern... Was willst göttlicher du noch? Auftrag, göttlicher Ordnen Auftrag. Ins Weltgeschehen, ja. Notlage. Ja. Ich würfel einfach, ja. Ich würfel einfach. Es ist eine Grad 2. Plus 15 könnte ich fangen. Ich sehe es. Soll mir. Was ist das für ein. Welcher Grad? Grad 2, weil ich eine 1er aufstufe. Was ist denn das Problem ist. 2. Das Problem ist, ich brauche die Punkte, die LKP-Sterne. Was ziehe ich dir dann ab für Ort und sowas? Ah, ich mach kurz die Liste auf. Schnell Referenzbögen. Oh, ich hasse das LL so sehr, wo steht denn der Shit? So, während du rechnest oder nach. Ja, mach Abelmir. Nee, ich mach nicht Abelmir, ich mach Darion Paligan. Mit zwei Angriffen und einer Parade. Aber nein, denn ich beginne wirklich auf ihn. So, zu ich möchte gerne vorziehen. Ich muss mich wieder orientieren. Ich habe mich gar nicht runtergezogen. Also wieder auf die 45. Ist eine Aktion weg? Mhm. Und er wollte zweimal angreifen. Ich hatte gerade überlegt, wo ich gegenhalten mache, aber du hast die höhere Initiative, das macht keinen Sinn. Nö, ich glaube, ich halte seinen Angriff gegen. Gut, also du machst keine eigene Aktion in der Attacke. Okay, ich bin wieder auf der 24.
Ich mache ein... Okay, ich habe 24. Ich mache... Finte 12. Mhm. Auf die 12 gelungen. Oh. Ja, okay. Gut, dann hast du deinen Angriff trotzdem geschafft und du hast das Gegenhalten gewonnen. Ja, und mir ist noch ein Aspekt von meinem Waffenmeister eingefallen, den ich vorher völlig vergessen hatte, weil es so mies lief. Mhm. Und zwar, wenn die Innie-Differenz zwischen mir und dem Gegner mehr als 10 Punkte beträgt, dann bekommt er einen D6 Bonusschaden. Was ich gern wüsste, ist, warum du jede Runde wie ein Behinderter in dieses Gegenhalten angreifst, anstatt sie einfach kommen zu lassen. Du kannst auch aus der Parade entwaffnen, was tust du? Sie greift ja nicht an. Ja, dann bleibt halt da stehen. Ja, aber so läuft doch kein Duell. Sie hat die höhere Initiative. Dann zauber halt, du bist kein Duellant. Du hast recht, ich kann... Na, jetzt ist es zu spät. Ja, mein Duel. Denk einen Heiltrank. Die Frau bereitet sich seit 3 Monaten auf diesen Kampf vor. Du kriegst... Warte mal, wie groß ist unsere Indie-Differenz tatsächlich? Viel. 20? Punkte, also. Es ist wichtig, ob es 20 Punkte sind oder nicht. Na, du kriegst... wenn sie höher ist als 10, dann bekommst du 1W6 mehr. Du kriegst jetzt nicht alle 10. Doch. Steht das da? Steht in der Formulierung, ja. Wie steht das da? Jede 10? Ich will dich jetzt nicht fertig machen, aber ja, ich habe es damals so in den Waffenmeister geschrieben. Mhm. Ja, 1W6 pro 10 Punkte. Okay. Ja, warte. Hier steht Innie-Differenz. Nicht Gegenhalten-Differenz. Ja, Innie-Differenz, klar. Ja, ist auch so. Ja, passt schon. Dann macht deinen Schaden. Er hat sowieso seinen Schicksalspunkt schon verbrannt. Das ist egal. Du kannst jetzt einen Schadenspunkt machen. Trenn ihm doch wenigstens würdig den Kopf ab. Ja, dann kann ich noch die scheiß Liturgie sparen. Echt? Da kommen jetzt Humeria auf dich zu. Oh, fuck doch die Humeria! Dann beschreib bitte, was du mit Balligan tust. Ja, Zulamin war die ganze Zeit sehr in der Defensive, aber sie hatte die ganze Zeit diesen einen Gedanken im Kopf und sie wollte es gerne sagen, aber Palligan hat ihr keine Zeit gelassen. Und zwar, sie hat in diesen letzten Tagen mindestens so viel verloren wie Palligan. Und jetzt noch, das war jetzt quasi so noch das allerletzte. Serpentilio ist gestorben und Midas ist entrückt und damit auch fort. Und Raphim ist tot und so, so viele andere. Aber im Gegensatz zu Palligan ist sie nicht von den Göttern abgefallen. Und das gibt ihr die Kraft, sich, obwohl der Kampf hart ist, nicht zurückzuweichen. Und sie wirft sich mit voller Wucht und beiden Säbeln voran in Paligans Angriff, im Vertrauen auf die Zauber, die Serpentilio ihr noch mit auf den Weg gegeben hat. Und in der Gewissheit, dass das schwarze Schwert ihr Herz verfehlen wird. Und ihre Säbel treffen das Herz des Heptachen. Aber mir, mit der letzten verbliebenen Lebenskraft, selbst durch deine eigenen Zauber ausgezehrt, durch die vielen Wunden, die dir geschlagen worden sind, du hast versucht, mit dem Heiltrank noch alles wieder zu schließen, aber da war Boltax und seine Truhe. Aus irgendwelchen Rissen der Sphäre, auch wenn er selbst vergangen ist, hat er dir seine Truhe und seinen Titanium-Dolch geschickt. Mit Leugramot an der Seite. Du hast den ersten Ring zerschnitten, wie Wasser fällt zu Boden, klirrt einmal. Und auch den zweiten Ring an der anderen Seite von Morodal kannst du wie Butter zerschneiden. Er kreischt, er fasst sich an den Kopf, du siehst, wie seine Augen weißlich aufglühen, wie türkises Licht aus seinem Körper herausstrahlt und auch aus dem Ring, wie seine Kraft zerfließt. Du stehst auf dem pochenden und wummernden Gehirn von Bahamut. Du spürst seinen Blick aus der Bayat-Pyramide durch dich hindurchscheinen, aber Morodal mit seinem finsteren Ritual und den singenden, verdorbenen Piraten, du stichst ein drittes Mal zu und ein viertes Mal. Du kannst den Dolch wirklich nicht gut benutzen,
aber das orange leuchtende Licht, es führt dich fast selbst durch die Ringe und schneidest ein drittes und ein viertes Mal. Dunkle Herren, Bülmarsch, ich danke dir, dass du mich errettet hast. Vielleicht war es auch Bülmarisch, als du ja auf die Truhe hinunterblickst, die leugramotsche Truhe mit den Spinnenbeinen. Vielleicht war es der riesige Skorpion, die Spinne, die in der Wüste liegt und die du schon ein weiteres Mal heute angerufen hast. Du siehst, wie die wässrige Robe von Morudal abfällt und der wässrige Körper wohl Konsistenz bekommt. Du siehst, wie ein fleischiger Klumpen dort liegt, eine Wasserleiche, aufgedunsen fast. Das war wohl der ehemalige Schiffsmagier, jetzt wo ihn die Magie nicht mehr zusammenhält. Und dann ist da nur noch dieses Wummern. Die Piraten haben mittlerweile aufgehört zu singen. Sie strömen aus dem Raum heraus, versuchen an den peitschenden Tentakeln nach draußen zu gelangen, durch die Risse hindurch, versuchen sie nach draußen zu stürmen, und du bleibst zurück alleine mit der Wasserleiche von Morudal und dem Gehirn der Gezeitenspinne. Ja, bevor ich irgendwas mache, würde ich nochmal an meinem Gürtel greifen und meinen letzten, allerletzten Heiltrank rausnehmen und trinken. Und dann mit dem Dolch auf das, dieses Gehirn stürzen. Du schneidest und schneidest und schneidest. Wie ein Wahnsinn, wie ein Berserker wahrscheinlich, schneidet dieser Dolch durch die verschiedenen Windungen des Gehirns. Wahrscheinlich irgendwelche Flüssigkeiten spritzen hier heraus. Du siehst, wie es leicht gräulich wird, wie es leicht weißlich wird, wie sämtliche Farbe aus der Realität weicht. Du siehst, wie merkwürdige, ja, diese Essenz von Bahamut, diese weißen Maden vor dir zurückweichen, wenn sie dann aus den Wänden herausquillen, wie ein Wahnsinniger, vielleicht einige Stücke, die du noch in deinen Mund aufnimmst, als du schreist und zustichst und zustichst und zustichst. Und dann geht eine Erschütterung durch die Arche. Bonga, auch du schlägst zu. Schneidest und schneidest und schneidest durch das Herz. Der Stich von Sulamin ins Herz, in den Kopf. Arion Paligan geht zu Boden und Yalan breitet seine Hände aus. Ihr könnt sehen, wie gelbes Licht aus seinen Händen heraustritt. Er leuchtet sowieso die ganze Zeit schon. Und siehe da, über Dangadang ging auf der Mond. Und der Mond war die Tat. Und die Tat war Fex. Und siehe da, über dem Manadi ging auf die Sonne. Und die Sonne war Praios. Und Praios war das Wort. Und so ward geworden aus dem Wort und der Tat der Streich. Der erste, der siebte und der letzte. Die Leiche des Heptarchen kippt zur Seite und Sonnenlicht fällt auf Zulamins Gesicht. Yalan! Die Humerier zergehen, zerfließen, sterben, werden zerkocht. Ihr könnt sehen, wie Sonnenlicht durch die Gänge flutet, nicht nur von Yalan, sondern von überall her, als wären die namenlosen Tage schon passé. Ihr wisst nicht, wie viel Zeit vergangen ist, aber überall ist da dieses Licht der Hoffnung. Und ein weiteres Licht, was weniger wird, aber blau leuchtet, unheilig, hinter euch, vor euch, Ronga. Nachdem du das Herz zerschnitten hast, was dort ebenso von Unleben erfüllt war, jetzt nur noch wie Holz da niederhängt, kannst du den Splitter der Charybdis erkennen, wie er flüstert. Schatten, Zucken der Tentakel, die niederhöllisches Licht auf dich werfen, die Ränder, die sind gezackt und spitz, im Inneren blitzt es, Bruchkanten der alten Krone aus dem Diesseits, die Sphären verletzen, unruhige Entladung wie ein Fremdkörper im Fleisch der Schöpfung. Und dann, während ihr denkt, dass es zu Ende ist, könnt ihr spüren, wie die Arche bebt und anfängt zu einem auseinanderzubrechen. Gangstücke, herabstürzende Wurzeln, zähe Masse, die sich auflöst. Ihr könnt kreischende Archenkäfer erkennen, die überall um euch herum gelaufen sind und jetzt ausbrechen. Es knarzt, die letzten Herzschläge.
Treppen. Ich stolper wahrscheinlich aus dieser Pyramide, stolper ich nach oben, halb von Sinn und stehe jetzt wahrscheinlich wieder an Deck dieser erhöhten Plattform, wo die Pyramide ist. Ja, du siehst, dass das Auge gerade zerkocht, wie weißes, blitzendes Feuer aus dem Auge herausbricht und die Arche dreifach zerrissen ist, jetzt in mehrere Bruchteile kaputt geht und jetzt in einem sehr langsamen, schaurigen Stöhnen auseinanderbricht. Ja, weil die anderen unten. Ihr könnt immer noch erkennen, die Truhe von Midas. Hatte Darion Palingan den Splitter der Charybdis bei sich? Nein, der lag auf dem Altar. Ulamin greift sich ihren eigenen Säbel und sieht dann Yalan an. Yalan, das schwarze Schwert, ich wage nicht, das anzurühren. Yalan beugt sich hinab und greift mit der üblichen linken Hand nach dem Schwertgriff und hebt es auf wie einen alten Freund. Und er schwenkt es in Richtung des Durchganges zur Herzkammer. Und unter seinem Willen strengt sich das Schiff einen letzten Moment an und bleibt integer, bleibt in einem Stück, nur hier unten. Du merkst, wie Yamish Akvam versucht, dorthin zu greifen. Das allererste Mal, als du es berührt hast, fuhr ein blitzender Schmerz durch dich hindurch. Aber du bist immer noch erfüllt von der Essenz von Praios, als er dich heruntergeschickt hat, ein letztes Mal, um zu kämpfen, um zu streiten. Du hast seinen Auftrag erfüllt und du beherrschst Yamish Akvam. So vergeht zum letzten Male die Erbschaft Bombarad Xamanuts. Seid vernichtet, seid gerettet. Nehmt diesen letzten Splitter und tut damit, was ihr tun müsst. Denn er ist nur für diese Sphäre bestimmt und für keine andere. Und er steht dort, Schwert erhoben und hält gerade so das Schiff, die Herzkammer irgendwie zusammen. Die Truhe war da beim Eingang, oder? Genau, die habe ich beim Eingang stehen lassen. Okay, genau da sie. Okay. Praios sei es gedankt. Und Zulamin läuft zurück und holt die Truhe und den Stab von Serpentilio und läuft damit zum Ritualkreis. Krakonia mittlerweile auch zerkocht vom Licht zurückgewichen und nur noch als Fleck an der Wand zu sehen. Ronga kann von der Herzkammer nach oben getreten sein und blickt jetzt auch mit einem fahrigen Blick in Richtung des Splitters. Ronga, würfel meine Selbstbeherrschungsprobe. Auch Zulamin, du hörst es flüstern. Jetzt, wo Yala neben dir steht mit Yamish Akvam in seiner Hand, es ist ein wohliges Gefühl. Du kannst dich zusammenreißen, die Gier nach unten schlucken, zu beherrschen, ähnlich wie Borbard Xamann und ähnlich wie der Heptarch der Meere, sich selbst aufzuschwingen. Du siehst auch in die Augen von Ronga, aber auch der schluckt seine Gier nach unten. Und so öffnet ihr die Truhe, die ihr von dem Zwergenhochkönig bekommen habt. Lasst den Splitter hineinfahren. Darin liegt im Übrigen noch ein Zettel. Midas hat da nämlich einen Zettel reingesteckt, als niemand hingeguckt hat. Und da steht: Bringe den Ring nach Lohwangen zum offenen Fex-Tempel. Midas. Zulamin starrt den Zettel an und schiebt ihn dann rasch in die Tasche und wendet die Aufmerksamkeit wieder Ronga und dem Splitter zu. Und so fällt der Deckel der Truhe zu. Und wie ist der Plan, den Schwert jetzt hier wegzubekommen? Wir müssen nach oben. Ihr könnt nach oben treten. Yalan folgt euch, auch wenn er Yamish Akvam in seiner Hand hält, hält er die Gänge zu, sodass sie nicht weiter auseinanderbrechen. Wenn ihr nach oben kommt, trefft ihr dort auf Abelmir, der mit seinen eigenen Wunden kämpft. Er ist alleine. Ob Haldan Rogel es geschafft hat, Nedja es geschafft haben. Während ihr euch sammelt, oben könnt ihr erkennen, wie der Sturm getobt hat, wie viele Schiffe zerstört sind. Einige kämpfen wohl immer noch, aber die größten Kämpfe sind vergangen. Wir können noch erkennen, dass einige andere Helden an der Seite nach oben geklettert sind, sich gegen die Lederschwing gestellt haben, gegen andere Piraten und auch andere Gänge und Kammern wohl vernichtet haben, irgendwie ein eigenes Zutun gehabt haben und dann
als ihr am Rande der Reling nach unten blickt auf das Wasser, könnt ihr ein Schiff dort unten dümpeln erkennen. Die Glut von Garen. Ihr habt es also geschafft. Und ihr ebenso. Ja, meine Herren. Unter einem gewaltigen Haufen von Leichen, Kalkzulim, dort liegt ein Galgsul. Er bewegt sich leicht. Ihr könnt sehen, wie sich eine Hand nach vorne streckt. Und er stöhnt. Ich probiere mal, diesen Galgsulim wegzurollen mit dem Fuß. Du siehst einen abgemagerten, weißlichen Aldan-Rogel. Rogel, du hast es also doch geschafft. Ich bin hingefallen. Du stehst schon auf, ich reiche die Hand. Die mit Blut und schon merkwürdigen Flüssigkeiten überströmt ist. Ihr habt die Kiste wieder mitgebracht. Es ist wichtig, wir müssen die Kiste tragen. Wir müssen die Kiste tragen. Ja, ihr habt eine Aufgabe. Können wir jetzt gehen? Ich mag das hier nicht. Ich weiß nicht, was wir noch hier wollen. Was wir noch sollen. Nun komm schon hoch. Ich zieh dich hoch. Ja, wir sollten gehen. Wir sollten hier weg. Also hier ist es nicht schön. Nicht schön. Ja, dann fängt an zu zittern und ihr könnt sehen, dass vorne am Bug eine Bruchkante jetzt unrettbar nach unten stürzt. Kommt, beeilt euch. Wenn ihr alle in die Glut von Garen dann hinabsteigt, bleibt ihr als letzter oben stehen. Salutiert euch einmal, halftert das Schwert und dann verliert ihr unter dem gleißenden Licht, das überall ausbricht, den Blick auf ihn. Also, ich will mich nicht beschweren, der hat uns echt den Arsch gerettet, aber wer kam er? Ein alter Freund. Ja, wenn ihr mir solche Freunde habt, warum hättet ihr nicht früher damit auffahren können? Das wir haben jetzt keine Zeit, wir müssen los! Da kommt eine weitere Dämonenreiche auf uns zu! Ja, dann. Ich schau mal, ob das die von Tulmea ist. Nein. Okay. Ein allerletztes Mal kannst du eine goldene Spinne erkennen, die höhnisch auf euch zuschreitet und eine fette, feiste Chimena Ulgal, die euch ansieht. Und dann könntest du erkennen, wie die anderen Helden hinuntergestiegen sind und Segel gesetzt werden. Und ihr habt keine Chance. So offen wie ihr auf der Mitte der See seid, ihr habt keine Chance. Aber ihr wart erfolgreich, der Splitter ist weg. Es spielt keine Rolle mehr, ihr könnt sterben. Und während ihr dem gefressigen Maul der Goldmorgen-Tarantel aufblickt, wie sie näher und näher kommt und schreitet euch verhöhnend, da bemerkt ihr, wie Fex sich für das gegebene Schiff revanchiert und euch in einen rettenden Nebel hüllt. Und Midas lacht sich leise ins Fäustchen. Wir schreiben den ersten Preis. Die namenlosen Tage sind vergangen. Ihr habt euch nach Miamat gerettet. Viele eurer Freunde sind gestorben. Viele Schiffe sind untergegangen. Die Aviander. Die Seeadler von Bailung, Rater Al-Sanin. Aber der Lohn der Mühen, war er es wert? Wir schreiben den Anfang eines neuen Jahres. Die Solman al-Nasori liegt ein weiteres Mal zerstört im Hafen. Sie berichten euch von Kämpfen, die zwischen den namenlosen Tagen auch hier am Hafen angedauert haben und die elementaren Meister, die hier ihren eigenen Tribut dagelassen haben. Das Wasser vor euch hat sich wieder aufgeklärt. Kein Bröckchen, kein Blut, kein Weiß und kein Grün. Es hat die normale Farbe, wie es haben sollte. Ein Heptarch ist gefallen. Sein Splitter ist in die Obhut der 12 göttlichen Lande eingekehrt. Und ihr dürft euch ein weiteres Mal Heptarchenschlechter nennen.